verprügelt mit Punchlines. Verprügelt mit einer verprügelt mit Punchlines. Hi und herzlich willkommen zu Verprügelt mit Punchlines mit Falk Pirczek, mit Ivan Thieme, mit mir, Jonas Imam. Let's go. Hey. Hi. Hallo. Haben wir noch irgendwelche wichtigen Sachen? Wir haben Patreon. Mhm. Ich bin neulich wieder gefragt worden, wo sind die ersten 50 Folgen von VMP? Die sind auf Patreon, mhm, im Archiv. Da kann man ein extra Tier für belegen, ja, dann kriegt man 50 Folgen auf einmal. Müsst ihr dann auch nicht monatelang machen. Ihr könntet im Prinzip die Sachen, ja, auch einfach direkt runterladen. Aber, ja, dann hättet ihr halt einen Monat den 12er-Tier bezahlt. Und ganz wichtig, das haben wir jetzt auch schon gesagt, ich weiß nicht, ob, wie ernst ihr das gemeint habt, als wir darüber geredet haben, bei Folge 300 wird eine Menge ins Archiv gepackt. Ich will, dass die Leute nicht alles sehen können. Wenn ihr Vanilla-VMP haben, genau, wollt. Genau, ey, Vanilla. Exakt, wenn ihr einen alten Patch spielen wollt, yeah, dann werdet ihr dafür. Das ist wirklich ein alter Patch. Ja, es ist wirklich ein alter Patch. Ja. Weil wir sind hier gerade super nett. Wir haben gerade 250 Folgen für Umme da. Plus. Mehr. Noch mehr. Und dann noch VMD. Und ich will, dass das Archiv voller wird. Dass die Leute wirklich sagen müssen, wer jetzt einsteigt, ja, weil dann, man kommt ja auch ein bisschen zu spät. Ich will, wer dass jetzt die Leute einsteigt, sich, kommt jetzt ich zu will, spät. Dass die Leute sich, dass es so rar ist, ja, dass die Leute sich über Festplatte wie bei LAN-Partys, ja, ziehen müssen. Statt, ja, statt Pornos einfach so, ja, vor dem PC. Das heißt, das Archiv wird auch nochmal voller. Ja. Genau. Ivan geht auf Tour. Das ist richtig. Im Herbst habe ich mir im Herbst und Winter 10 fantastische Städte, wie unter anderem Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt, Mainz, Stuttgart und Krefeld. Habe ich mir ausgesucht. Das sind die 10 Städte, in denen ich bin. Und da dürft ihr mich besuchen kommen und mir zuhören, wie ich Jokes erzähle. Dankeschön. Sehr gut, 24 Sekunden. Gut, das war nicht, ja, schlecht. Am 14.07. ist im Mad Monkey Room eine Stand-Up-Comedy-Show. Ja. Die wird richtig gut. Das, ja, ist unsere offizielle VMP-Stand-Up-Show, die, ja, jeden Monat stattfindet. Und dieses Mal ist Falk unser Repräsentant. Aber es könnte sein, dass ich noch zur Late-Show dazukomme, wenn ich schnell genug von den Wühlmäusen rüberschaffe. Mhm. Ich bin nämlich in den Wühlmäusen. Ach. Bei Lachstoff, kann man auch mal sagen. Ja. So, Freunde, gehen wir rein, wa? Rein da. Ey, ich hab was Geiles. Freunde, ich hab was Geiles. Also, ihr könnt euch doch erinnern, wir hatten doch letztens, man kann ja schon sagen, ich denke, das darf man sagen, unseren ersten, schon mal, man möchte sagen, viralen Hit, oder? Ja. Ja. Darf man das so sagen? Ja. So, und das ist ja, das kann ich ja immer erklären, ich hab sehr schlecht über Julienko geredet. Ja. Julienko, wer Julienko nicht kennt, der Ex-Mann von Bianca Klaassen, Bibis Beauty Palace. Ja. Und ich sag mal so, ich habe sehr schlecht über Julienko geredet und die Massen haben es geliebt. Genau. Ich dachte ja, dass Julienko einfach eine Corporation ist. Julienko.com. Also gar kein Mensch. Nein, ja, du, Julienko ist über weite Strecken kein Mensch. Ah, okay, dann habe ich recht gehabt. Okay. Und Julienko hat gestern was ganz, oder vorgestern, was ganz Tolles in der Story gepostet, ja, wo ich sofort an euch denken musste und ich mir gedacht habe, Freunde, ihr werdet es lieben. Also, ich werde euch einfach einmal kurz die Story zeigen, ja, und einer von euch kann ja einfach vorlesen, was da steht, mhm, und was man so sieht. Jonas, okay, wir fangen mit dir an. Also, wir sehen einen Boxautomaten, mhm, auf dem Bild, auf weißem Hintergrund. Nein. Ich glaube, da ist sogar Conor McGregor drauf. Nein. Sehe ich gerade. So, und dass du siehst, hier ist der Boxautomat. Genau. Wollte mir so einen Boxautomaten kaufen, hätte aber gerne so einen stylischen in Beige oder so. Finde leider gar nichts im Internet. Hat da jemand einen Tipp für mich? In Beige. Stylisch in Beige. Ein Boxautomaten? Ja. In Beige. Der ist halt ein biotischer Mensch. Ne? Wie sehr ist Salz dein Lieblingsgewürz? Ja. Also das ist ja insane. Ich würde so weit gehen und sagen, er benutzt nicht mal Salz. Er benutzt nicht mal Salz. Ist zu würzig. Ey, wie krass ist das denn? Ein Boxautomat in Beige. Das ist meine, ja, Impression von Julienko, wenn jemand so ein bisschen Salz auf ein Ei gemacht hat, was er isst, dann ist er so... Oh, das ist aber scharf. Das ist meine Impression. Ja. Ey, ich habe das gesehen und ich habe laut gelacht. Weil, ja, ich mir dachte, also Entschuldigung, was musst du denn für, also wie geschmacksverirrt kann man sein? Ich glaube, ja, so ein Boxautomat in Beige, wenn du den boxst, kommt da keine Zahl, sondern einfach, du bist reich. Also das ist quasi, das ist die Wertung dieses, ja, Boxautomats. Ich hätte gedacht, immer wenn du über 900 jumpst, läuft atemlos durch die Nacht. Du bist so generisch, du bist so Mittelmaß. Ey, also das war alles, was ich euch zeigen wollte, einfach nur um zu zeigen, wie langweilig dieser Typ ist. Jetzt, es ist jetzt so hast du gerade langweilig. Lass mal gucken, wo ich denke, so, was ist die schlimmste Einlaufmusik?
Musik, die jemand bei einem Boxkampf... Weil er ist ja in dieser Kategorie, wo er durchaus in einen YouTube-Boxkampf 100% reingeraten könnte. Ah, noch zu erfolgreich. Ja. Noch viel zu erfolgreich. Aber er könnte da reinkommen. Also das ist schon so ein Ding, wo jemand mit genug Millionen ankommt und sagt, hier, guck mal. Aber dann High Class, dann nicht trashig. Nee, genau. Dann wird er so ein Jake Paul-Gedöns. Wie geil wäre das, wenn Bibi dann Schluss macht mit ihrem neuen Typen und dann kämpfen die Mit Timothy. Mit Timothy und dann kämpfen beide gegeneinander. Der würde ihn umbringen. Timothy würde ihn Timothy umbringen. Hat er so eine gute... Ja. Ja, und vor allem, der hat eine natürliche Physik. Also man sieht ja, Julienko ist ja gerade viel am Pumpen. Ja. Einfach nur, damit er auch mal bei Windstärke 4 raus kann. Ja. Aber, also ist ja auch privat ein Problem. Ja. Aber das Problem ist der ist einfach ein dünnes Mäuschen. Weißt du, was ich meine? Es gibt einfach Leute... So ein Flughörnchen. Flughörnchen! Richtig beige. Wenn er mit seiner Jacke so auf... Wow, Hashtag Bodyshaming. Sorry, Julienko. Nee, aber guck mal, der Timothy, der ist schon, der ist auch von Natur aus balkiger. Es gibt ja einfach Leute, die neigen mehr dazu. Aber das macht dich nicht zu einem besseren Boxer. Nee, das stimmt. Ach, stell mal vor, dann kommt Julienko so mit richtig guter Footwork und der hat so Hands und er ist so, er ist so richtig wie so. Wie ein junger Tommy Hearns kommt aber um die Ecke. Ohne Witz, das wäre für ihn, das könnte nochmal... noch mal einen Meter mehr geben. Weil ich glaube ja, bei Julienko... Ich meine, er trainiert ja offensichtlich. Genau. Ja, er trainiert. Er boxt jetzt. Ja. Nee, er trainiert. Nee, er boxt. Er hat einen Boxautomaten. Wir wissen alle, man wird guter Boxer, wenn man immer schöner Boxautomaten hat. Glaubt ihr, der jabbt ihn die ganze Zeit so an? Glaubt ihr, Kampfsport würde Julienko gut tun? Ja, natürlich. Also den meisten tut es ja ehrlich gesagt gut. Ist ja auch eine gute Form von Training. Ja. Ich glaube, was Julienko gut tun würde, und das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, wäre mal wieder Content. Weil Julienko ist nämlich, da muss man jetzt mal kritisch werden und das meine ich jetzt richtig ernst und das würde jetzt wehtun. Ja. Aber das ist, wenn Julienko jetzt wieder weniger Follower hätte, würde er mit diesem Content nur noch mehr Follower verlieren, weil das ist gar nichts mehr. Wir sind wirklich bei absolut nichts angekommen. Also es ist wirklich, hier ist ein Bild vom Mond, hier ist ein Bild von meinem Kaffee, die Tanja hat einen schönen Po. Es ist wirklich alles. Er hat Mutti-Content. Aber wer ist denn langweiligen Mutti? Wer ist denn die Tanja? Die Tanja ist seine Partnerin. Die Schwimmerin, oder? Genau. Ach, die ist Schwimmerin? Ja. Ah ja, okay. Die Tanja ist die von beiden das Kreuz hat. Ja. So. Aber er hat wirklich Mutti-Content, aber nicht mal guten Mutti-Content. Es ist wirklich, also wo man sich immer denkt, mach wenigstens ein Video, wie du stillst. Also, weil es ist so langweilig. Jetzt shame ihn doch nicht dafür, dass er ein moderner Mann ist, der seine Kinder stillt. Nein. Ich shame ihn dafür, dass er ein langweiliger Mann ist. Modern kann er gerne sein. Ich sag ja gerne Mutti-Content. Ja. Aber da brauche ich ja Mutti-Content mit einem Twist. Ich bin ja kritischer Konsument. Ja. Ich bin ja erstmal da. Ich konsumiere ja. Ja. So. Du bist erstmal da, du konsumierst, soweit sind wir uns einig. So, also das heißt, man kann mich abholen. Ja. Das Konsumangebot von mir, das liegt ja auf dem Tisch. Für euch zu Hause, Falk Pütscher steht oft an einer Ecke und konsumiert. Kann ihn abholen. Man muss vorfahren, aber man kann ihn abholen. Ich habe mir so ein bisschen so die Eltern vorgestellt von Julienko. Ich weiß nicht, warum mir beim Vater direkt Jochen Schweizer eingefallen ist. Also der Reisentyp? Ja, irgendwie. Jochen Schweizer Reisen macht. Ja, genau. Oder bringe ich gerade was durcheinander? Ich glaube, der heißt so. Okay. Ja. Nee. Ja. Ich habe das Gefühl, der wirkt, also kommt aus so einer Familie, wo man so viel auch mal mit dem Quad rausgefahren ist. Genau. So ganz weirde Sachen, man denkt, dass es cool also ist. Also Quads aber es sind cool. Aber schon das Salz, also der Motoren. Also da ist man schon, da ist es schon würzig. Also da. Das ist jetzt eine spannende Theorie, Jonas. Was ist würziger? Ist ein Quad würziger oder ein Motorrad? Ein Motorrad hätte ich viel Motorrad würziger. Ist schon Tabasco. Das ist ein bisschen viel. Ah, okay. Das ist ein bisschen viel. Okay. Ne? Aber ein Quad, das ist noch ein bisschen sicher. So ein neongrünes Quad, bestimmt. Ja. Aber das ist schon das Salz in der Suppe. Also da geht's dann schon los. Also ich muss sagen, also wenn ich Julienko mal was anbieten dürfte, weil ich bin ja auch viel am Kritisieren und viel am Meckern. Hier, wir müssen Kamera auch, wir müssen 2, auch, biete ihm was an. Wir müssen auch Lösungsvorschläge anbieten. Ja, nicht nur kritisieren. Ja. Jetzt hier bitte, Kamera 2, biete ihm was an. Also, Julienko, pass auf, mein Freund. Also, ganz wichtig ist, dass du jetzt mal guckst, was gerade in den USA funktioniert. In den USA, genau. Weil das hast du dein Leben lang gemacht und wir beide wissen es. Du hast noch nicht einen originellen Gedanken gehabt. Ja. In 18 Jahren. Never touch a running system. Und wichtig ist, dass du das jetzt ownst. Du musst jetzt, du könntest, ey Freunde, ohne Scheiß, ich glaube, ich hab's. Ja. Er muss der neue Mr. Beast werden auf Deutsch.
Oh ja, es gibt noch keinen. Das ist eine Nische. Es gibt noch keinen, ja. Das ist eine Nische. Was macht Mr. Beast? Mr. Beast hat so die größten YouTube-Videos. Ja. Und der ist immer... Das ist so ein, ja, wer die Hand wegnimmt von diesem Jet, also der Letzte, der die Hand auf diesem Jet hat gewinnt den Jet. Genau. Okay. So 1000 Leute in einem Kreis, wer am letzten im Kreis ist, kriegt ein Viereck. Das ist irgendwie so ein klassisches Radio-Gewinnspiel aus den 70ern. Ja, ja, ja. Ja. Aber da kann er hin. Ja. Verstehst du, was ich meine? Da kann er ganz nach oben. Er hat die Reichweite, um die Leute hinzubringen. Er kann das Untouch-Spiel machen. Persönlichkeit. Man stört sich ja an gar nichts. Und er hat Geld, weil oft brauchen solche Videos super viel Budget. Exakt. Ja. Und ohne Scheiß, ich glaube, ich hab's gerade. Der muss der deutsche Mr. Beast sein. Und er hat ja auch schon super viel so YouTube-Experience. Also deswegen. Er wüsste genau, was für Thumbnails er benutzen müsste. Also du sagst Gewinnspiele. Gewinnspiele. Ich bin ja schockiert. Ich glaube, ich hab's. High-End-Gewinnspiele. High-End-Gewinnspiele. Ja. Gut produziert, schöne Thumbnails, gute Titel, vielleicht auch mal völlig egal. Ein paar Drohnenshots und so. Ja, genau. Genau, das ist sein einziger, weil er macht gerade gar nichts. Es ist nichts. Ich bin wirklich gelangweilt. Das ist natürlich traurig, wenn so ein großer Creator fällt. Ja, aber du, ich würde ihm ja gerne die Hand reichen. Einer der kreativsten seiner Zeit. Ja. Genau, also einer, der hat immer in die Staaten geguckt und gesagt, wie mache ich das öde? Genau. Und dann hat er es gemacht. Aber das muss man ja auch können. Ich glaube, der kann das. Ich glaube auch. Ich glaube schon. Nee, wirklich, oder jetzt mal, also jetzt wirklich komplett unironisch. Ja. Ist das nicht, ehrlich gesagt, wirklich eine der wenigen Möglichkeiten, wie er das nochmal anspiken könnte? Wie sieht's denn aus mit OnlyFans? Könnte man da nicht noch könnte was safe auch. Könnte safe auch. Er hat einen guten Body. Er trainiert gerade gut, also er ist schon ripped, also so ein bisschen mir zu schmal, bin ich ehrlich. Ja. Aber ich glaube, das würde auf lustvollen Boden fallen. Vielleicht nicht gleich den Pullermann zeigen, sondern eher so ein bisschen das V präsentieren und dann ganz viel V-Präsentation. Die Kammgatters, wie man so schön sagt. Die Kammgatters. Ja. Und ich glaube, dass da sehr viel Geld, da würde sehr viel Geld sein. Weil ich folge jemandem auf Instagram, Two Turn Tony. Two-Turn-Tony? Der ist ein großartiger Name. Der sehr erfolgreich ist auf OnlyFans. Ja. Sieht allerdings auch aus wie ein junger griechischer Gott. Aber der macht auch sehr, sehr witzige Videos. Der züchtet Gänse und so. Mhm. Und macht sehr, sehr viel funny Content und macht auch so ein bisschen Jackass-artige Sachen. Der wohnt irgendwo in Florida und springt dann auch mal aus dem Boot raus, um so einen kleinen Alligator zu fangen. Mhm. Also da ist eine Menge Sexiness, aber der hat auch seinen eigenen Energy-Drink und er hat auch OnlyFans. Okay. Und macht sehr, sehr funny Shit. Hat zum Beispiel mal ein Porträt von Jesus malen lassen, wo er dann aber sein eigenes Gesicht so unterschwellig hat mit einarbeiten lassen, weil er hat eine sehr katholische Mutter und dann hat er das so unauffällig im Haus aufgehängt. Das ist ein solider Gag. Richtig gut getrollt. Und sie war dann so, ich weiß genau, was du da gemacht hast. Und er so, nein, wieso, das ist ein Bild von Jesus. Und er so, das ist kein Bild von dir, das ist ein Bild von dir. Und dann ging das sehr, sehr funny Shit. Ja. Und ich glaube, wenn er sich da ein bisschen hintrauen würde. Nee. Also nicht auf die funny Seite. Julienko ist nicht lustig. Er hat auch keinen Sinn für Humor. Julienko ist so eine Person, die sagt, ja, ich habe Situationskomik. Genau. Der erzählt eine Geschichte, niemand lacht und sagt, er hätte dir dabei sein müssen. Und man denkt sich, nee, ist einfach eine schlechte Geschichte. Ja. Oh Gott. Deswegen kann er das nicht. Warum kann er nicht? Ich glaube, mit dem Alter, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich immer weicher, weil wenn ich sowas höre, habe ich eine innere Sadness. Aber Jonas, der hat 6,6 Millionen Follower, er wohnt in einer wunderschönen Arztpraxis. Aber wie viele Freunde hat er? Siehst du. Nicht so viel. 606 Millionen Follower und keinen einzigen Freund. Also. Das ist nicht gut. Was ist, wenn Julienko uns jetzt eine Nachricht schreibt mit, hey Jungs, hab euren Podcast gesehen, hat irgendwie einen Nerv getroffen, habt ihr auch irgendwie alle recht, lass uns doch mal zusammen essen gehen. Du, ich esse immer einen Burger. In Paris. Einen schönen Pariser Burger. Lass uns mal zusammen Subway essen. Ja. Du, ich würd mit dem was essen gehen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir nicht so gut viben werden. Wahrscheinlich, aber mein Ding ist ja einfach ist nur, ja nicht so, dass ich mach Leute mir auch ein bisschen Sorgen. Weißt du, gerade läuft's ja noch. Ja. Da machst du jetzt hier nochmal ein Gewinnspielchen und so. Noch ist ja alles okayisch. Aber der Drops ist ja irgendwann gelutscht. Ja. Er muss irgendwann in die Neuerfindungsphase kommen. Genau. Und damit da er nicht... braucht er einen Hustenbonbon oder sowas. So. Nicht mal einen Drops. Nee. Und er ist ja kurz davor, in Reality-Gedöns zu rutschen. Ja. Gib dem noch 2 schlechte Jahre und er ist der Bachelor. Oder Dschungelcamp. Ja. Und das würde ich ja gerne vermeiden, mit diesem YouTube-Angebot der deutsche Mr. Beast zu werden. Wie wär's denn? Guck mal, wir können ja auch für ihn Sachen pitchen. Ja, du hast ja jetzt schon ein bisschen was gepitcht. Ja, also wenn ich jetzt noch mehr pitchen muss, will ich Geld. Ich habe ihm gerade umsonst seine Karriere gerettet. Genau. Aber du hast auch gerade was angesprochen. Ich würde auch noch einen Pitch dazu machen. Bitte? Umsonst, on top, würde ich dir sagen, er hat es gerade angesprochen, der Bachelor. Warum? Du hast ja Geld, du hast ja Möglichkeiten, du hast Kameras. Warum machst du nicht einfach der Bachelor selbst produziert auf YouTube? Das ist gut. Auf deinem Kanal. Das ist gut. Ja. Das ist gut. So wie hier wie diese Wildnissendung, die auch selber auf YouTube machen. Ja. Machst du 7 gegen Wild. Genau. Ja.
machst du 5 gegen 1. Nee, du machst der Bachelor. Du machst der Bachelor. Du machst der Bachelor, aber für dich selber. Du nennst alle gegen Bibi. Ja, ja, genau. Genau. Immer so eine richtig toxische Runde von 5 Typen. Ja. Sie hat zuerst die Bilder gepostet. Sie hat dann zuerst. Einmal kommt Pedro Lombardi rein, er ist so wütend. Ja. Ja. Weil es mein Ruf ist. Ah, es ist mein Ruf. Nicht deiner. Es ist mein Ruf. Also ganz kurz, ehrlich gesagt, auch das wieder ein solider Pitch. Ja. Es ist ein solider Pitch. Ich glaube, wir könnten ganz toll... Weil er hat ja eine Grundlage. Genau. Wir könnten ganz toll so das Team werden, hinter den Kulissen, was ihm dabei hilft, seine Karriere erst nochmal richtig Schub zu geben. Ja. Weil ich glaube, wir werden schnell frustriert. Ja. Man sieht an unseren Zahlen ja, dass wir sehr gute Marketing-Typen sind. Und ich glaube, da kann er wirklich noch was mitnehmen. Ja. Wir gucken uns dann so, ich würde dann die Buchhaltung machen, ich gucke mir die ganzen Abrechnungen und so, beige Boxmaschine? What? Julienko, wir haben doch gesagt... Also, jetzt 24.000, wir haben 4 Polster noch bezahlt. Ja. Beige Boxmaschine. Aber da war ich wirklich so, es reicht jetzt. Ja. Ich hab das gesehen, das hört als, jetzt auf. Als Joke ist das genial, aber er hat's ja... Das ist ja überhaupt nicht, ihr seht, das ist keine Ironie. Ja. Doch, das hat er nicht ganz ernst gemeint, oder? Ich glaube schon. Wollte er wirklich einen Tipp haben. Guck's dir bitte an. Lies einmal drüber. Aber da ist doch ein Smiley dabei, guck mal. So ein Smiley. Was steht da? Im stylischen Beige oder so, was steht da drunter? Und dann Lachsmiley. Was steht da drunter? Okay, finde leider gar nichts im Internet. Hat da jemand einen Tipp für mich? Ist das ironisch? Ich glaube, beige war ironisch. Ich glaube, er meinte eine andere Farbe, aber er meinte nicht wirklich beige, weil dann hat er das mit den Tränen lachende... Aber alles an ihm ist ja beige. Ja. Also er trägt ja 9 Farben beige. Ja. Hier ist mal mehr beige, weniger beige, aber alles ist beige. Der Content ist beige. 9 Farben beige, auch ein toller Titel für ein Album, falls du daran interessiert wärst. Das ist ein riesen Kloppi-Telefon, Alter. So, das war alles, was ich euch zeigen wollte, weil ich habe das gesehen, erst gelacht und dann war ich wütend, dass ich mir gedacht habe, das geht so nicht weiter. Ja. Und ich entschuldige mich ja damit auch für meinen letzten Rant über ihn. Tust du? Ich habe nur, du hast ihn jetzt nochmal attackiert. Nein, ich habe erst attackiert. Ja. Dann habe ich nachgetreten. Hast du einen Schritt zurück gemacht? Dann habe ich nochmal reingetreten. Und mit mehr Anlauf nochmal attackiert. Genau, dann habe ich nochmal 940 rausgehauen. Ja. Aber dann habe ich ihm die Karriererettung angeboten. Das stimmt. Habe ich ja wirklich gemacht. Das stimmt. So. Das stimmt. Weil wir gerade so ein bisschen bei Fitness und auch Boxen sind, darf ich euch meinen heutigen Beitrag für 5 Sterne um die Welt vorstellen. Bitte. Ja. Und zwar ist es das McFit Fitnessstudio Berlin Wedding. Da hast du, muss ich sagen, einen kleinen Vorteil, weil du da ein bisschen trainiert hast. Ja. Deswegen tut es mir ein bisschen leid, Jonas, aber ich würde, lass dich davon jetzt nicht. Ja, ich gehöre auch zu einer anderen Gang, ich bin ja FitEx. Ja. FitEx for life. Ah, FitEx for life. Ich mach mal, ich erkläre es nochmal ganz kurz. Das F für FitEx. Ihr dürft jetzt raten, von wie viele Sterne dieser Google-Eintrag hat. Von 5 natürlich. Und in der zweiten Runde dürft ihr auch nochmal raten, wie viele Bewertungen es gibt. Müssen wir ja den Fernseher wieder anmachen. Genau. Und dann lese ich die besten und die schlechtesten Bewertungen vor. Ich lasse euch erstmal nachdenken. Also ich glaube, ich muss anfangen, weil ich habe ja schon den Vorteil, dass ich das kenne. Also, an sich... Aua, danke. An sich ist es kein schlechter McFit. Rein overall. Es ist ein ganz relativ normaler McFit. Das Einzige, was anstrengend ist, ist die Schlange am Boxsack. Das ist wirklich, also egal wann du kommst, Der Boxsack ist belegt. Dass es einen Boxsack gibt, überrascht mich immer wieder, weil es gibt bei FitEx keine Boxsäcke. Also alleine das sagt auf jeden Fall eine Menge über das Klientel aus. So. Aber es ist an sich, er hat immer offen, glaube ich wirklich immer. Der Boxsack ist B, schreibt Alex. Also er hat immer offen. Es ist immer sauber gewesen. Also je länger ich drüber nachdenke, desto netter wird's. Der wird wahrscheinlich ganz gut rauskommen. Ich überlege gerade wirklich, und auch die Leute waren okay, man hat sich da geholfen. Ja. Es war jetzt nicht sehr viel toxischer als sonst. Ich denke mal, bei einer 4,1 kommen wir da raus. Na, nee. 4,2. 4,3 sogar. Okay. Das ist eine 4,3. Das war okay. Ja. Ich hab nichts zu meckern. Aber eine 4,3 ist schon sehr stark. Ja, ich weiß. Vielleicht verrenne ich mich auch gerade. Aber es war nicht scheiße. Also ich glaube auch, dass da eine Menge, ich sag mal, Arbeitersolidarität existiert. Ja. Das ist vielleicht der kommunistischste McFit.
Da wird noch, da geht's noch um viel. Ja. Da kämpft sozusagen wirklich noch so der letzte Teil der arbeitenden Bevölkerung irgendwie darum, ja, doch wieder einen Job zu bekommen. Im Endeffekt. Und ich glaube. Also da wollte niemand einen Job. Aber was hast du jetzt genommen? 4,3, sage ich. Ich gehe einen Ticken höher, ich nehme die 4,5. Ich sage, die Leute waren so mitgenommen davon, dass das da ein Ort ist, wo sie ihren Frieden finden, dass das eine 4,5 ist. Ja. Ich war nie da. Ich weiß nicht, wie gut oder schlimm es ist, aber. Ich finde, es ist kein schlechter Call. Es ist absolut möglich, dass es eine 4,5 ist. Ja. Möglich. Wir sehen eine 4,4, 3,8, 4,6, 4,1. Es ist eine starke 3,9. Ah, schade. Fucking hell. Schade. Okay, Alexis Noah hat gewonnen. Nee, Sascha hat genau 3,9 wirklich? Gesagt. Wirklich? Ja. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Und jetzt wie viele Bewertungen? Oh, da war mal viel los. Aber das wieder die. Aber der existiert schon lange, ne? Du warst ja auch lange da angemeldet. Ja. Ich habe da trainiert. Ja. Da habe ich noch am Nauender gewohnt. Und das ist Minimum 6 Jahre her. 6, 7 Jahre. Also den gibt es schon ziemlich lange. Das heißt, es gab eine Chance zumindest zu kommentieren schon eine Weile oder beziehungsweise zu bewerten. Ich sage. Oh, ich finde es schwer gerade. Dass. Bin ich zuerst dran? Wie du magst. Ich kann auch wieder zuerst. Ja, wer als erstes getippt hat und dann. Anders. Okay, also ich sage, das sind schon. Oh, 500 Bewertungen. Die gehen ein bisschen. Das ist wahrscheinlich tiefer. Nee, ich wollte gerade höher gehen. Aber jetzt überlege ich auch gerade. 617, ich folge dem ersten Impuls. Ich will mich nicht von seiner Schätzung, das wäre unfair, leiten lassen. 617. Mhm. Und du, Jonas? 500. Es sind 1018. Mhm. Wow. Ich habe schon gedacht, ein bisschen mehr. Ja. Das überrascht mich. Ey, Sascha ist richtig on fire. Ja, richtig on fire. Das stimmt. So. Ich würde gerne die schlechten Bewertungen wissen. Also wahrscheinlich, dass voll ist, aber wo ist nicht voll? Weil ich fand es eigentlich echt immer angenehm dafür, dass wir McQuid Wedding sind. Steve Lames schreibt vor natürlich 7 Monaten. Steve. Also natürlich. Steve. Steffen. Er fängt mit einem Zitat an. Kraft kennt keine Geräusche. What? Ja. Schilder, wer hier Kreuz heben will, ist an der falschen Stelle. Schilder. Also was? Kraft kennt keine Geräusche, Schilder. Genau. Wer hier Kreuz heben will, ist an der falschen Stelle. Wirklich das einzige McFit, in dem ich jemals war, wo Deadlifts ein Problem werden können. Studio-Leitung weiß wohl nicht, wie man korrekt Deadlifts macht. Oh, das klingt für mich nach jemandem, der so richtig ausrastet bei so Deadlifts und dann auch nochmal so brüllt, wenn er so die so eine neue Best. Ah, und du glaubst, er hat Ärger gekriegt, weil er zu laut trainiert hat? Genau. Nee, aber er hat gesagt, Kraft kennt keine. Kraft kennt keine Geräusche. Also man muss, obwohl auch. Ich glaube, er war genervt davon, dass da alle so krass rumschreien und es nicht richtig machen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Weil wenn jemand Schiller zitiert. Ja. Das ist jemand, der heimlich liest. Das stimmt. Also. Das stimmt. Ja. Interessant. Für mich klang es so, als ob das so ein enthusiastischer Typ wäre. Naja. Mhm. Fahre lieber ein paar Minuten weiter nach Moabit oder Reinickendorf, wo das kein Problem jemals war. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, was das. Also, er tanzt aber schon sehr um den heißen Brei. Was ist denn jetzt? Also, Kraft kennt keine Geräusche. Dass die Leute dort, die dort arbeiten, auch nicht wissen, wie man richtig Deadlift macht. Aber ganz kurz. Also, ich glaube, mit Kraft kennt keine Geräusche, Schilder, meint er, dass. Schilder. Schiller. Warum sagst du immer wieder Schilder? Weil da Schilder steht, Leute. Ich dachte, du hast Schiller gesagt die ganze Zeit. Nein, er fängt mit einem Zitat aus dem, also mit einem Zitat, was ich geschrieben. Ich dachte, der fängt mit einem Zitat von Schiller an. Nein. Wir aneinander vorbeigeredet. Schiller gerade. Hat doch kein, was ist das? Ja, was weiß ich denn, was Schiller alles geschrieben hat? Nee, da gibt's Schilder. Also ganz kurz, wir haben es beide falsch verstanden. Also so richtig kann es nicht gewesen sein. Ja, also. Okay. Ja. Gut. Lies den Satz bitte noch einmal. Kraft kennt keine Geräusche, Schiller. Nein, ich darf es nicht jetzt gemacht. Ja, natürlich. Schilder. Ah, das heißt, er ist genervt, dass er nicht rumbrüllen darf. Ist da ein Bindestrich irgendwo? Ja. Ja. Kraft kennt keine Geräusche, Bindestrich, Schilder? Ja. Okay. Oder es gibt ein Auto, der Schilder heißt. Friedrich Schilder. Wisst ihr noch die eine Live-Show, wo er am Ende. Ja, und er das Zitat mit Namen für sich gelesen. Ja. Oh. Da hab ich geweint vor Lachen. Ja, ich das auch. Das wirklich in unseren Tränen gelaufen. Ja. Oh, könnt ihr das immer, das ist die eine Mad Monkey-Folge, kann man immer noch erste, sehen. Die erste, die nach dem Archiv, also. Nee, ist auch auf YouTube. Ja, genau. Relativ sicher. Und dann, welche ist es? 49. Boah, ja. Wirklich? Weil wir dachten, wir versuchen es auf 50 und dann haben wir es nicht geschafft und es war die 49. So, ich lese weiter vor eine Sternebewertung vom Sven.
Sven schreibt vor einem Jahr, vor Ort kann, will niemand helfen, verweisend auf Zentrale. Und das denke ich mir auch ganz geil. So, also, nee, wir haben hier nichts in der Hand, Sie müssen... Aber ganz kurz, das ist... Ich finde, das ist eine schwierige Kritik, finde ich immer, die stellen, weil die sind ja auch so, okay, ich würde gerne trainieren gehen, aber ich möchte im Monat bitte ungefähr 1,90 Euro dafür zahlen. Ja. Also, ich hätte gerne Geld dafür, dass ich trainieren gehe und sich dann beschweren, dass da keine professionellen Trainer sind, die Geld kosten, ja, denke ich mir immer so, aber Bruder, du kriegst ja genau das, was, ja, du bezahlst. Ja. Ich finde, das ist eine schwierige Kritik. Also ich finde es schon eine Überraschung, dass die Trainer dort Deutsch sprechen. Ja. Meine wahrscheinlich, also ich hatte oft, wenn wirklich bei solchen Fitnessstudios erwarte ich immer, wenn ich da irgendwo hingehe, um irgendwas zu sagen, sitzt da eine 90-jährige, ja, vietnamesische Frau, ja, die halt mich einfach nur anguckt, ja, wenn ich versuche. Also, weißt du was? Das wäre okay. Ja. Weil es kostet gerade 14,90 Euro im Monat. Ja. Ja. Finde ich, ist deswegen eine schwierige Kritik. Deswegen habe ich es auch nicht kritisiert, weil ich bin dahin und ich gehe ja nicht davon aus, dass ich für das Geld einen Trainer habe. Ja. Dann muss ich halt das Vierfache bezahlen. Da habe ich, ja, einen. Noch eine Ein-Sterne-Rezension, ja, von Ahmad Naderi. Der große Ahmad oder der kleine? Der Naderi ist ein schöner Name. Ja. Also, Ahmad schreibt. Ich würde sagen, iranisch wahrscheinlich. Mhm. Bei Laufbandbereich und Bauchübungenbereich, es läuft vieles nicht so korrekt. Mhm. Man baut automatisch Stress auf. Liebe ich jetzt schon! Liebe ich jetzt schon! Man baut automatisch Stress auf, ist großartig. Oh, Leute sind so funny. Und ich glaube, da wird auch einige viel Rücksicht genommen, als andere im Freihandelbereich haben noch nicht Beschwerden. Das, mhm, ist wirklich sehr, sehr schade. Man bekommt nicht, was man dafür bezahlt hat. Aber du hast ja, ja, nichts. Und ich hoffe, 50 Cent gezahlt, und ich hoffe es, ja, dass ich im Freihaltenbereich keine Probleme haben werde. Okay. Also ich wünsche ihm alles Gute. Ich hoffe, ja, dass, ne, er, hoffe, dass er nicht so gestresst McFit, ist. Fitnessstudio Berlin Wedding hat geantwortet. Let's hear it. Hallo Ahmad Naderi. Gerne möchten wir der von dir reinhauen, du Hund. Der von dir geschilderten Situation nachgehen und entsprechende Maßnahmen, okay, einleiten. Bitte schick uns deine Rückmeldung über unser Kontaktformular zu. Bitte schick uns deinen Standort. Dann können wir intern in die Klärung gehen und dir eine entsprechende Rückmeldung zukommen lassen. Mhm. Sportliche Grüße, mhm, dein McFit-Team. Das McFit, das muss ich sagen, antwortet immer auf Sachen. Muss ja, ja, ja. Na, ist ja eine riesige Firma auch, ne? Ja, ja. Also welche Kritik ich verstehen kann, wenn du da hinkommst und sagst, ich habe ein Problem, sind die halt wirklich so, ja, wir können hier wirklich nichts lösen. Ja. Das ist nervig, aber ich bleib dabei, so, für 14,90 Euro kriegst du halt 14,90 Euro. So, jetzt ist es auch nur fair, wenn ich 5-Sterne-Bewertung vorlese. Ja, komm, ja. Die neueste 5-Sterne-Bewertung von 2 Wochen vom Ingeborg Kirchner. Lol. Mhm. Ich trainiere schon lange in diesem Studio und, mhm, kenne auch andere Studios in Berlin-Deutschland. Mir persönlich gefällt es dort sehr gut. Mhm. Die Räumlichkeiten sind toll, hohe, mhm, Decken, große Fenster. Im Sommer, ja, ist, stimmt, die Wärme im Vergleich zu anderen, das, Studios, stimmt, gut erträglich. Mhm. Die Ausstattung ist in Ordnung. Man, mhm, findet alle typischen Geräte. Mhm. Hier und da sind Abnutzungserscheinungen sichtbar. Es, mhm, wird aber in regelmäßigen Abständen renoviert, erneuert, mhm, und repariert. Das Personal ist jung und wirklich freundlich. Aufgrund, mhm, der hohen Fluktuation in diesem Studio. Ja. Wir waren gerade beide 2 richtig schlechte Väter. Ja, ja. Wir waren synchron schlechte Väter. Ja. Kenne ich nicht das Wort, muss ich sagen. Und weißt du was? Es ist nicht deine Schuld. Ja. Wir haben dir das schlecht gerade beigebracht. Es tut uns, ja, leid. Ja, aber sag doch auch mal was jetzt, auch deinen Sohn. Mhm. In diesem Studio ist natürlich nicht jede Hantel und Matte an ihrem Platz. Mhm. Mich stört das nicht. Das Publikum ist sehr gemischt, mhm, und, ja, jung. Je nach Tageszeit findet man Pumper, aber auch Senioren. Mhm. Die Anbindung ist top. Vor der Tür gibt es auch noch einen Supermarkt. Ey, ohne Witz, das ist eine richtig... Ich hätte die wirklich nahezu genauso geschrieben. Ja? Ich wirklich, da kann ich mit allem zustimmen. Also ist das vielleicht dein Alias? Ingeborg. Ingeborg. Das klingt auch wie ein Name, den du dir ausdenken würdest für eine Begründung. Ja. Du machst eine Bewertung. Ja. So, wie, aber ich finde, Ingeborg ist da einfach ehrlich mit reingegangen. Dieses, ey, wisst ihr was, ist nicht perfekt. Aber ist, also ich fand es auch immer voll okayisch. Ich war ein schlechteren McFit, um ehrlich zu sein. Ja. So, ich lese jetzt noch eine vor. Und zwar Olli Roxa, mhm, schreibt, weniger Fitnessstudio, abends ist es etwas leerer und an schlechten Tagen. Weniger?
Entschuldigung, Weddinger Fitnessstudio. Also so, er fängt quasi... Er beschreibt, was es ist. Okay. Genau. Abends ist es etwas leerer und an schlechten Tagen. Punkt. Von einem schlechten Tag. Und Lehrer, okay, hat er quasi wie ein Lehrer geschrieben. Also ich weiß es auch nicht. Eieiei, nicht der größte McFit? Also, nicht das größte McFit, bunt, gemischtes Publikum, ich gehe sehr gerne hin. Also. Darf ich eine Sache sagen, die ich gerade lerne? Ja. Wir spielen ja jetzt seit, was würde ich sagen, 2 Monaten. 2,5 Monaten in 5 Sternen um die Welt. Mhm. Es ist um die deutsche Rechtschreibung nicht gut bestellt. Nein. Also ich meine das jetzt nicht mal als Joke, sondern ehrlich gesagt borderline beängstigend, weil man wirklich merkt, also sehr viele Leute können nicht schreiben. Also ich meine es auch gar nicht so, oh, das ist ein toller Text, sondern Ivi zeigt mir das und ich denke mir so, also hier stimmt nicht, die Groß- und Kleinschreibung ist falsch, die Wörter sind falsch, die Satzzeichen sind falsch. Ich finde ein bisschen beängstigt, wie schlecht die Leute schreiben und ich werde irgendwie traurig. Erstaunlich, ne? Das ist, also es gibt natürlich Leute, wo man merkt, die sind keine Muttersprachler und so. Das ist was anderes. Aber dann hat man auch oft, eigentlich sehr oft so im rechten Segment, wenn du so rechte Kommentare kriegst, da ist auch eine Rechtschreibung, wo du denkst, Alter. Also, ich glaube, man unterschätzt dann doch, wie viele Leute wirklich nicht lesen und schreiben können. Ja. Also, das ist die geilste. Schreibt euch nicht ab, lernt lesen und schreiben. Darf ich es vorlesen? Wenn du es schaffst, ich glaube nicht, dass du es schaffst. Okay. Von Hai Hong. Hai Hong. Hai Hong. Hier nicht, ist überraschend schwer. Ich noch nicht, komm hier aber, ich gucke Fotos. Ich denke, sehr gut und schön, Zimmer, 5 Sterne. So, und das zum Beispiel, finde ich, ist voll okay. Also das ist jetzt nicht für mich schlechte Rechtschreibung. Sondern da kann jemand die Sprache nicht, ist ganz anderes. Nee, aber du unterstellst es. Das könnte durchaus auch irgendein Dude sein, der gerade aus, weiß ich nicht woher, Freiburg hierher gezogen ist und einfach richtig schlecht Deutsch kann. Ja, aber die Chance ist, wenn jemand, der Hai Hong heißt, würde ich jetzt erstmal denken, okay, und das so geschrieben ist, vielleicht nicht Muttersprache. Nein, ich glaube, Hai Hong ist nicht sein Name, sondern der hat versucht, den Leser zu grüßen. Mhm. Und war so, Hai Hong. Ja. Einfach, darf ich fand, dein Take war rassistischer. Gar nicht. Ich halte das für einen Deutschen, der wirklich nicht gut Deutsch kann. Darf ich euch noch ein Bild zeigen von... Also ich sage nicht, dass es kein Deutscher ist, aber kein Muttersprache. So, letzte Bewertung so. Hätte ich gedacht. Von Marc Labrenz. Er hat ein Bild gepostet. Kenn ich. Von Hanteln, die offensichtlich, sag ich mal... Durcheinander liegen. Durcheinander liegen. Ja, mit Sicherheit. Und er schreibt, McFit halt mit den Brüdern. Wie viele Sterne? 5. McFit halt mit den Brüdern. Ja, finde ich super. Finde ich auch super. Finde ich super, da hat er mich. Okay. Ja, das war 5 Sterne um die Welt für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank. Leute, ich suche mir wieder was aus. Können uns auch gerne. Und jetzt Fernseher aus. Ihr könnt uns auch gerne was schicken. Danke übrigens für die Abos, die ihr gerade reingekommen sind. Ja, gebt euch gegenseitig Abos. Beschenkt euch gegenseitig, das ist super. Genau, beschenkt euch gegenseitig, das ist lieb. Ja. Wir haben auch VMP-Phone, ne? Weil wir haben jetzt gerade auch schon nochmal die Frage bekommen, die kam auch nochmal im Chat kurz vor, was mit VMP-Phone ist, wenn ich es richtig gesehen habe. Also wir hatten heute sogar einen Anruf, aber ich mache erstmal AB-System. Ja, wir jumpen einfach rein, also das ist das VMP-Phone, die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Ja. Seelensorge-Telefon, alles, was ihr möchtet. Wir hören das ab und reagieren dazu. Feedback, Fragen, genau. Also übrigens, kann man im Chat, wie dürfen wir Q&A? Das ist das Q&A-Phone gewisserweise. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, Neue Nachricht abspielen, ab geht die Fahrt. Und bitte. Wiedergabe neuer Nachrichten. 3 neue Nachrichten. Ja, moinsen. Ihr habt in der letzten Folge darüber gesprochen, oder Ivan hat die Frage aufgeworfen, ob man überhaupt ein Gewinnspiel nicht auflösen müsse nach deutschem Gesetz. Und hier kommt mal eine kleine Rechtsberatung, kostenfrei für euch. Fand ich immer sehr spannend, muss man tatsächlich nicht. Du kannst ein Gewinnspiel noch und nöcher machen. Du kannst den Leuten versprechen, was du willst. Es gibt kein Gesetz, was dich dazu verpflichtet, irgendwie Gewinner oder Gewinnerin zu ziehen oder einen Preis auszuzahlen oder einen Preis überhaupt nur zu haben. Ist absolut nicht notwendig. In diesem Sinne, ich freue mich darauf, wenn ich dann bald bei euch den Jaguar gewinnen kann. Ey, krass. Wow. Dankeschön. Dankeschön. Das war interessant. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Aber stimmt das, ist die Frage. Ja. Das hat er jetzt einfach behauptet. Aber nein, das ist ja jetzt unser Anwalt. Ja. Ja. Also ist ja sofort
Unser Anwalt. Also du meinst, wir können diesen Menschen, von dem wir nicht genau wissen, was der für eine, alles, ich habe drei Fälle, Stand die ich ihm übergebe, Jonas, bei mir geht ganz viel ab privat. Okay. Ja, zu viele Gewinnspiele. Nee, aber jetzt hätte ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wer mir diese Info zugetragen hat, weil ich war wirklich fest dafür überzeugt, dass das so Pflicht ist. Du musst zeigen, wem du was gewinnst. Ich glaube, wir haben darüber geredet, dass Julienko so eine Gewinnspielsache am Laufen hatte. Ja, hat er ja immer. Er hat auch jetzt gerade eins wieder genau. am Laufen. Und da haben wir dann, Switches glaub, und PS4 genau, 5. Genau, und in dem Zusammenhang haben wir, glaube ich, darüber geredet, ob man das überhaupt offenlegen muss, wer das gewonnen hat und so weiter. Auf jeden Fall in Dubai nicht. Also, nein, mit Sicherheit nicht. Ja. Aber ich weiß, dass er es macht. Wenn er ein Gewinnspiel hat, macht er dann eine Story, wo die Gewinner drin sind. Das ist, weil er hat letztens irgendwie einmal mal so 1000 Euro verlost. Ja. Aber das ist auch zum. Möchte ich gar nicht darüber reden, ist auch nur Hilflosigkeit. So, nee, danke wirklich. Für den Anruf. Das ist ja so lang, selbst das ist langweilig. Ja. Wie kriegt man das hin, 1000 Euro langweilig zu verschenken? Ja. Oh, ich werde schon wieder wütend. Ist auch so ein. Ja, ja, folgt Tanja und mir und lasst drei Likes. Das ist aber smart. Das ist so ein Betrag, wo jeder sich denkt: Ja, da habe ich irgendwie Chancen, das zu bekommen. Ja. Also. Ja. Bei 10.000 denke ich mir, ja, da werde ich doch jetzt das nicht. Das gewinne ich ja nicht. Das gewinne ich ja nicht. Ja. Das ist deine Obergrenze, wo du denkst, das gewinnst du nicht? Ja. Habt ihr das nicht, dass ihr sicher seid, dass ihr im Lotto gewinnen würdet, wenn ihr spielen würdet? Ich spiele ja. Ja, aber, weil du halt weißt, du gewinnst irgendwann. Nee. Nee, das habe ich irgendwie aufgegeben. Das habe ich auch nicht. Aber ich finde es einfach interessant, das ein bisschen laufen zu lassen. Ah, dann bin ich verrückt. Ich habe einfach ein Lotto-Abo am Laufen gerade. Ich mag einfach das Gefühl von so Ankreuzen. Ich mag die Idee, dass eines Tages ich vielleicht doch gewinnen könnte und dann kriege ich einfach plötzlich so eine E-Mail, wo drin steht, dass ich 500.000 Euro habe. Das gefällt mir irgendwie, die Idee, dass es aus dem Nichts kommt. Würdest du es uns sagen? Nein. Wirklich? Nicht mal bei einer halben Million, ist ja nichts. Nee. Ich würde anfangen, die Welt um euch herum zu manipulieren mit dem Geld. Dann würden plötzlich... Was habe ich dir getan? Kauf dir lieber eine Wohnung. Nein. Das wäre einfach, ich würde einfach das wirklich investieren in meine ganzen Projekte und so weiter. Und dann plötzlich wäre es dann aber so... Aber wenn du jetzt mit so einem krassen Teleobjektiv so und an Falk rankommst, würden wir ja schon fragen, so, ah krass, ist ja so voll. Das würde ich sagen, habe ich von meinem Onkel. Onkel? Ja. Onkel. Von Fiverr. Wie du gerade Onkel. 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 Ja, aber welcher Onkel ist denn das Onkel? Ja, der Onkel war das? Einer meiner ägyptischen Onkel ist gestorben und der hat mir eine Menge Kram gemacht. Ja, es tut mir auch leid. Das tut mir auch leid. Witzig. Na gut, ja, ich verstehe das. Plötzlich würden die VMP-Zahlen hochgehen, ganz enorm. Ah. Und ihr wüsstet nicht so richtig, warum. Ja, du hast einfach Geld reingeballert. Ja. Ja, geil. Ja. Geil. Aber also dann selber dann so konstruiert und die Gruppe schreibt, oh, es geht durch die Decke. Ja, ich bin stolz auf uns. Ja. Ja. Wir irgendwie auch. Ja. Also ich bin ganz ehrlich. Aber dann am Ende den Boden, den rund unter uns wegreißen. Nee. Also das mache ich in 20 Jahren. Und ihr dann so, wenn ihr sehr, sehr, sehr stolz auf euch seid, ihr sagt, ich habe wirklich was geschafft im Leben. Und dann so, hast du was geschafft? Ja. Ey, ist so spannend, es würde mir gar nicht wehtun. Hier ist so eine Rechnung. Gar nicht. Ich will immer noch so, ja, aber es war ja ich. Also ich will sofort, ich bin, glaube ich, narzisstisch genug, immer noch zu glauben, dass trotzdem auch an mir lag. Das ist die Dieter Bohlen-Logik, ne? Ja. Leute haben mal zu Dieter Bohlen erzählt, Leute sagen immer wieder zu mir, dass diese ganzen Frauen ja nur mit mir zusammen sind wegen dem Geld und weil ich berühmt bin. Mhm. Aber ich bin ja berühmt und habe ja Geld. Das ist ja so seine Logik gewesen, das fand ich so funny. Das ist ja super funny. Ich bin ja berühmt das und ich habe ja Geld. Das ist mega funny. Das klingt so nach Dieter Bohlen. Ja. Oh, ist das gut. Naja, ich bin ja berühmt, ne? Und ich habe ja auch Geld. Ich habe ja auch Geld. Oh, großartig. Darf ich noch ein VP-Phone? Wollen wir noch eins machen? Ja, ich meine, das war ja quasi so ein bisschen so eine kleine Korrektur, für die wir sehr dankbar sind. Ja. Aber das war ja weniger spicy. Wiedergabe neuer Nachrichten. Zwei neue Nachrichten. Hey zusammen, hier ist der Chef. Ich habe eine Frage, beziehungsweise würde gerne mal eure Meinung mal dazu wissen. Mhm. Und zwar ist ja aktuell Freibad-Saison. Und die Freibäder oder auch Baggerseen sind ja teilweise ziemlich voll. Und gerade auch so heiß begehrte Schattenplätze sind ja manchmal schwierig zu bekommen, je nachdem, wann man ins Freibad geht. Ja. Und meine Frage ist, wie nahe darf ich meinen Platz an den Platz von der fremden Person errichten? Also wie nahe darf mein Handtuch oder meine Picknickdecke, wo ich drauf chillen will, zu der Decke von der fremden Person liegen? Muss man dazwischen noch durchlaufen können? Oder dürfen die Handtücher sich sogar berühren? Mich würde einfach mal interessieren, was ihr denkt, an welcher Nähe das Ganze unangenehm wird, beziehungsweise auch irgendwie übergriffig. Jo, bin gespannt auf eure Meinung. Bis dann, macht weiter so. Wow, nice, danke. Großes Lob an die Frage. Ja. Großes Lob an die Frage. Also ich habe eine Formel. Du hast eine Formel direkt? Bitte. Ja. Ja. Bitte. Es ist geh rein. Die Hälfte also nochmal, ganz kurz. Fängt gut an. Das gefällt mir.
Das ist die Formel. Oh, ich habe selten so schnell so viel Respekt verloren. Ich hab's versucht irgendwie so. Ich, let's go, okay. Okay. Sorry. Warte mal. Also ein Teppich hat ja... Ein Teppich? Ein Teppich. Hast du einen Teppich dabei, wenn du baden gehst? Ich meine, das könnte ja eine kulturelle Handtuch Sache sein. Hat ja ein Volumen. Ja. Und ich muss sagen... Naja. Ja, kann. Also, aber es hat eher eine Oberfläche. Ja. Nee, genau. Die Hälfte der Oberfläche muss der Abstand sein. Also umso größer dein Handtuch ist, desto weiter musst du wegliegen? Ja. Das ist viel zu wenig. Zu wenig? Das ist viel zu wenig. Nehmen wir mal an. Nehmen wir jetzt Gedankenexperiment. Ja. Das ist unser Handtuch. Das ist unser Handtuch. Ja, genau. Du musst die also einmal in Hälfte. Erstmal welche Hälfte? Genau das ist es nämlich. Meinst du die Breite oder die Länge? Weil die sind ja nicht quadratisch. A oder B? Stimmt. Weil, also wenn das unser Ding ist und wir nehmen die Hälfte hiervon, okay, ist es insane. Die Hälfte des Durchmessers. Hälfte des Durchmessers. Ja, das finde ich nicht so schlecht. Ja. Mir persönlich zu wenig. Ja. Ich brauche mehr. Also ich muss sagen, für mich ist das ein Vibe-Ding. Da kann ich jetzt, du, Ivan, ich kann nicht immer alles mit zahlen, okay? Manchmal muss ich auch mal viben. Ja. Und ich schon so, dass ich zu keinem Zeitpunkt Gefahr laufe, nicht mehr fremd zu sein mit denen. Die Entfernung ist sofort das Gegenangebot zum Kennenlernen. Moment. Mhm. Also nicht mehr fremd sein heißt was, dass du nicht in die... Wir bleiben permanent Fremde. Wir sind so weit weg, dass kein Blickkontakt dafür sorgen könnte, dass wir ins Gespräch kommen, weil wir wissen, oder das ist zu weit für ein Gespräch. Okay, also die schlimmste Variante davon wäre, ihr seid so nah aneinander, dass ihr, wenn ihr beide aus Versehen in dieselbe Richtung rollt, dass ihr so in Kussdistanz seid. Mhm. Das wäre jetzt das Schlimmstmögliche für dich praktisch. Nicht schlecht. Mir ist kotzübel. Mir ist kotzübel gerade. Okay, okay. Mir ist gerade wirklich anfängst zu kotzen. Also ich muss sagen, wenn mir, also ich gehe dann. Also ich komme rein und ja, ich gehe wieder. Ich mach das nicht. Was ist, wenn es jemand ist, der sehr attraktiv ist für dich? Nee, mir geht's ja darum, ich will meine Ruhe. Ich will ja nicht da sein. Also wenn ich fahre ja extra 60 Minuten durch Berlin, um ja, zu einem Freibad zu kommen. Aber dann ist kommen, da eine wunderschöne ist Frau oder ein wunderschöner Mann, je nachdem, was auch immer. Und ich bin in festen Händen und die glücklich. Haben Wein, danke, die haben Wein und fragst. Oliven und bieten dir so von Weitem so die Oliven an. Ja, ja, ja. Nein. Auch noch was in einem Glas, wo man reinfassen muss. Das ist dann schön, wenn ja, man sich mit einer fremden Person ist. Wisst ihr was? Es können jetzt die Leute gerade leider nicht sehen, die das sehen und ja, die hören können sowieso nicht aber sehen. Aber du hast eine Erektion. Ja, exakt. Jonas, tolle Entfernung für mich, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich liege hier und die nächste Person ist da, wo unsere neue Klimaanlage ist. Top. Absolut perfekt. Hm. Ist für mich die bestmögliche Distanz. Weil dann fühlt es sich auch nicht leer an, also aber da kommst du nicht ins Gespräch. Ich möchte das gerne toppen. Ich würde sagen, die richtige Distanz für mich ist, ich sag mal, außerhalb der Schussweite einer Schrotflinte. Wow. Das ist schon so 20 Meter, 15, oder? 25 Meter? Ja. Ach. Und alles darunter ist... Weil du manchmal noch draußen fixt, oder was? Nee, weil ich immer eine Schrotflinte dabei habe. Ich habe dasselbe gesagt. Aber dann so richtig... Aber so richtig zu erzählen am Einlass, ja, so, was ist so meine Schrotflinte? So. Nee, mit der Glasflasche haben sie auch hingelassen. Nee, also ganz ehrlich, ich bin da ganz ehrlich. Also ich wurde ja manchmal zu Badeseen mitgeschleppt und ich sage das bewusst, ich wurde mitgeschleppt. Ich bin keiner, der von sich aus zu einem Badesee geht. Mhm. Besonders nicht in Berlin. Vielleicht ja, woanders, wo ja, es viel leerer wäre. Totally aber agree. In Berlin, wenn Sommer ist, ist der Badesee ja, einfach komplett überrannt. Ja. Da sind schreiende Kinder, da sind Leute, die der Meinung sind, hier ist FKK, obwohl hier kein FKK ist und keiner das braucht. Und ich bin da irgendwann relativ schnell so, nee, und dann ist da der Boden pieksig und überall sind Ameisen und also ist es für mich kein... Ich bin auch schnell unerholt. Ja. Es, ist, es geht ja um Erholung, man ist da und denkt sich so, wie hat Ahamad ja das so schön erholt gesagt, da baut sich dann Stress auf. Ja, da baut sich Stress auf. Da baut sich einfach Stress auf. Ja, verstehe ich. Und deswegen sehe ich das überhaupt nicht ein. Also verstehe ich. Das ist nicht notwendig für irgendwas, für irgendwen, ja, es gibt keinen Grund, das zu tun. Aber ist es bin nicht bei gut, jemanden Johnny bei sich nah zu haben, wo man sagen kann, können Sie bitte aufpassen, wenn ich baden gehe, dass da keiner rangeht? Nein, ist mir völlig egal. Echt? Das mache ich dann immer. Ich bilde dann immer so eine kleine Kooperation. Ja. Also wenn die baden gehen, passe ich auf. Aber ich, Ivan, ganz im Ernst, ich meine es nicht böse, du bist auch der Prinz der Übergriffigkeit.
Also das ist echt? Ja. Das ist aber du hast. Du wir waren schon ein paar Mal zusammen unterwegs. Also wie du mit den Leuten kommunizierst. Ich sag mal so, es ist gut oder schlecht. Du hast eine gewisse Distanzlosigkeit. Einige Leute mögen das, glaube ich. Ich glaube, einige Leute mögen das. Manche Leute finden das sehr toll, dass du so offen bist. Könnt ihr mir ein Beispiel geben, weil manchmal merke ich das nicht. Das ist ein gutes Beispiel gewesen eigentlich. Ja. Da ist jemand, der will einfach nur seine Ruhe haben und chillen und dann kommt plötzlich jemand von der Seite an und sagt, Entschuldigung, Sie bitte. Entschuldigung, Sie bitte auch. Weißt du hast so ein bisschen Kirscheis an der Lippe. Ja. Und es ist halt möchten so, Sie Kirscheis nicht trinken? Du kommst gerade aus dem See und tropfst auf die Person drauf. Und du meinst es nur gut. Ja. Das ist ja, du hast wirklich diese Hundeenergie, weil ein Hund, der aus dem See kommt, der kommt erstmal zu dir gerannt, um sich bei dir zu schütteln, damit du auch nass wirst. Ja. Und das ist halt aber mega übergriffig. Aber du meinst es halt nie böse. Ich habe neulich wirklich auch in der Mall of Berlin mit so einem alten koreanischen Dude schon eine halbe Stunde geredet. 100%, ich habe da noch K-Pop getanzt. Nee, wir haben uns so, ich war essen und er hat sich zu mir gesetzt. Er hat sich zu mir gesetzt, aber ich habe das Gespräch natürlich angefangen. Natürlich hast du. Du warst so. Wann hält man sich denn mit einem alten koreanischen Mann? Nie, eben. Deswegen aber ich bleib bei nie. Ja. Ey, das ist so funny. Es gibt eine New Girl-Folge, wo Nick, ich weiß gar nicht mehr, wie er dazu kommt, er geht übrigens ins Schwimmbad und lernt da einen alten koreanischen Mann kennen, der dann mit ihm Wassergymnastik macht. Und es ist einer der funniesten. So nah an deinem Leben. Ja, wirklich. Also der hält ihn dann so und schwenkt ihn dann so durchs Wasser. Und es ist halt einfach so eine bizarre Situation, aber ich sehe dich da komplett drin. Ja, aber da sind wir einfach anders. Du hast halt wirklich, und das, also das, nein, ich meine es genauso verrückt, wie ich es meine, du hast ein ehrliches Interesse an fremden Menschen. Ja. Das habe ich nicht. Du hast Freude an der Menschheit. Wenn die neben mir ersticken, denke ich mir, das ist jetzt aber auch nervig. Ich werde dir helfen, aber du ruinierst auch gerade meinen Nachmittag. Du rollst mit den Augen und fängst dann mit der CPR an. Genau. Und du hast es nicht. Ja. Und das ist ja schön. Ja. Aber da sind wir, glaube ich, also ich glaube, wir sind uns da schon sehr ähnlich, aber du bist einfach menschlicher. Ich glaube, ich mag das nicht. Ich will ja auch niemanden kennenlernen. Ja. Mir reichen exakt die Leute, die ich jetzt habe. Ich will niemanden neuen. Da reizt mich gar nicht. Da könnte Brad Pitt kommen und ich würde sagen, Brad, aber nee, Brad. Habe ich euch von der Omi Brad. Erzählt, der ich geholfen habe? Von der Omi, der ich geholfen habe, die Treppen da hochzugehen? Ist dir eine Hüfte gespendet? Nee. Ach krass, habe ich die Geschichte nicht erzählt. Und zwar war ich neulich Fahrrad fahren. Und dann habe ich gesehen, dass eine Omi mit dem Rollator die Tür nicht aufgemacht bekommen hat. Ja. Bin ausgestiegen, habe ihr geholfen. Stellt sich raus, es war so eine... die Mutter von Adolf Hitler. Stellt sich raus! 172, Hassheld. Hassheld, Jung. Ja. Nee, es war super warm an dem Tag und sie war richtig außer Atem. Achso, ich wollte sagen, die war sehr sexy angezogen, aber okay, ja. Nee, es war so eine... Ich glaube, sie war richtig, richtig hübsch, als sie jung war. Ja. Ich weiß, das hat man manchmal. Ich weiß, sie war ein Problem. Sie war ein Problem. Das Lustige ist, ich habe den gegenteiligen Gedanken bei einer alten Frau neulich gehabt, wo ich dachte, oh, du warst als junge Frau, also da war es ein richtiges Butterface. Ja. Also ich glaube nicht. Ja. Ich habe wirklich versucht, mir so die ganzen Falten wegzunehmen. Und so, oh, das. Ja. Also da hat keiner Spaß dran gehabt. Ja. Hier haben wir Bilder von meiner Oma gesehen, die war eine richtige Smoke-Show. Ja. Und es ist immer faszinierend, dass du mir denkst, wow, die war ja wirklich legit hot. Ja. Wow. Ja. Und dann habe ich ihr geholfen, habe gesagt, brauchen Sie Hilfe? Und sie war wirklich außer Atem und meinte, dass sie muss, also das Ding ist ja auch voll schwer, dieser, was auch immer das ist. Und dann wohnt sie dann auch noch im vierten Stock. Und dann habe ich sie, habe ich die Gehhilfe in diese Abstellkammer gestellt, habe ihr in den Briefkasten geguckt. Ganz süß, ihr hat im Briefkasten Schokoriegel, fand ich richtig cool. Ivan, du hast gerade bewiesen, dass das ein Setup war. Was meinst du? Die Frau hat da gelauert auf eine junge Person, die gullible genug ist, da mitzumachen. Und die Schokoriegel sind schon platziert, damit sie dem auch noch was geben kann. Die weiß nämlich ganz genau, was sie da macht. Die war wirklich aus Atem, das war wirklich super warm an dem Tag. Sie konnte auch schwer sprechen, aber sie brauchte auf jeden Fall, sie musste in ihre Wohnung. Kennst du bei Family Guy diesen Perversen, der immer Chris, dieser Alte? Ja, der so, ja. Oh, Chris und so. Ach so. Das ist exakt das Szenario. Das kann sein. Die hat gerade diese. Ey, Jonas, du weißt gar nicht, wie absurd das wird, wie wahr deine Theorie vielleicht ein bisschen ist. Und zwar. In dem Moment, wo die Schokoriegel da waren, wusste ich, was da für ein Spiel ist. Ich fand es interessant, voll smart, weil vielleicht kommt sie direkt, vielleicht ist sie ja unten am Briefkasten, weil so, ja, ich habe voll Lust auf Süßes, jetzt habe nicht mehr Bock hochzugehen. Ich dachte, das ist voll smart in meinem Kopf. Keep on going, I'm out of words. Ja. Wirklich, ich habe überlegt, was ich sage. Ich hab nichts. Aber jetzt zu der Situation mit der Oma oder zu den Schokoriegeln? Allem. Allem. Hättest du nicht dieser Oma geholfen? Nein. Wie nein? Nein. Sie hat gestruggelt, diese Tür aufzubekommen. Ich habe einen Alltag, Ivan. Ich habe zu tun. Ich glaube, ich war in diesem so, ich fahre einfach so ein bisschen Fahrrad und gucke ein bisschen. Ja, das habe ich nicht. Ja.
Auf jeden Fall. Kann ich eine Sache nur ganz schnell sagen? Welche Schokoriegel? So, jetzt will ich es wissen. Kann ich dir gleich sagen, ja. Wenn ein Lieferwagen neben dir hält und jemand bietet dir Schokoriegel an, kannst du bitte nicht einsteigen? Nein, mache ich nicht. Gut, ich will nur sicher gehen. Ja. Gut, weiter. Und zwar die Corny-Schokoriegel von Kaufland. Die Kaufland-Version von einem Corny-Schokoriegel. Oh, welche mit Honig. Mit Honig. Ist das ein Witz? Mit Honiggeschmack. Mhm. Geil. Mhm. Weil sie hat mir natürlich, also genau. Und zwar mussten wir, genau. Erzähl mal bitte, was noch passiert ist. Was ist noch passiert, Ivan? Ja, ich will es wirklich wissen. Und wie war der Handjob? Oh nee, toller Blowjob, keine Zähne. Sie wohnt im vierten Stock und sie hat sich wirklich Schildkröten langsam nach vorne bewegt. Ja. Also hinter jeder Stufe geschnauft, sie hätte es mit meiner Hilfe nicht geschafft. Was glaubt ihr, wie lange hat es gedauert? Moment, sie hätte es mit deiner Hilfe nicht geschafft? Ohne meine Hilfe nicht geschafft. Okay, there we go. Wie ich die Alte immer wieder runtergelatscht hab, du. So hinter ihr und hält sie so heimlich fest an ihren Klamotten. Ja. Und siehst du, ich weiß nicht, warum es so schwer ist. Und sie hat sich die ganze Zeit entschuldigt. Sie war so, das ist mir unangenehm. Danke, dass sie mir helfen. Sie war das Ganze jetzt ganz Schamgefühl, dass sie gerade Hilfe braucht. Und ich habe sie so richtig aufgelockert. Ich war so, das machen wir heute in der Bestzeit, habe ich gesagt. Ach, du bist so. Ja. Und dann habe ich gesagt, sie müssen sich nicht schämen. Ich schnaffe auch nach zwei Stockwerken, werde ich. Und dann sind wir wirklich. Ekelhaft, was glaubt ihr erstmal, wie lange hat es gedauert von dem Erdgeschoss bis 6 Minuten. Locker. Mehr. 10. Wirklich? Ja, mehr. Nein. Nee, mehr. Von welches Stockwerk? Vom Null, also von wirklich von dem Moment, wo ich. Nee, aber wie hoch? 4. Ja. Mehr als 10 Minuten? Ja, ja. 12? Mehr. 14? Mehr. 21? Ja, es hat ungefähr 20 Minuten gedauert, um anzukommen. Ja. Ich werde etwas sagen, was ich noch nie zu jemandem gesagt habe: Get a job. Get a job. Nee, 20 Minuten! Bist du mir da hochgedacht? Ich musste teilweise selber lachen. Gab es keinen Fahrstuhl? Es gab keinen Fahrstuhl. Oh, die wohnt im vierten Stock und hat keinen Fahrstuhl. Ja. Aber, es war eine super schöne Wohnung. Ja. Also ich hätte es auch nicht aufgegeben. Ah, nee, aber das geht ja nicht. Die kommt ja da nicht mehr hoch. Nee, wirklich, geht ja wirklich nicht. Ich war so, wie machen sie das denn, wenn sie war so, ja, mein Mann, aber der ist irgendwie gerade nicht da. Okay. Woher weiß, wo der Mann war? Wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall, wir kommen bei ihr nach ewigen und ich versuche Smalltalk mit ihr zu machen. So, ja, genau, wo waren sie denn? Sie war so, ich muss essen. Und dann meinte der, weil ich glaube, der Kellner hat gesehen, dass sie so sehr schwer schnauft bei der Hitze. Und er meinte zu der, wirklich wie absurd, sie meinte, sie müssen jetzt nach Hause gehen, hat der Kellner zu ihr gesagt. So ganz strange, hat sie. Naja, auf jeden Fall ganz komisch. Was passiert hier gerade? Naja, auf jeden Fall. Der Kellner hat ihr gesagt, sie muss nach Hause gehen? Ja, vielleicht hat sie auch Stress gemacht, wir wissen es nicht. Vielleicht. Die hat vielleicht was bestellt und hat dann wirklich da 5 Stunden lang rumgehangen. Kann sein, dass sie einfach nicht vorwärts kam. Sie kann, glaube ich, einfach nicht vorwärts. Wie alt war sie denn? Hast du es rausgefunden? Super alt, ich weiß es nicht. Okay. So. Aber du hast nicht gefragt. Ich habe nicht gefragt. Ich hab nicht und gefragt. Wann hat sie dich denn jetzt am Gemächt pass berührt? Pass auf. Wann ist das passiert? Ich komme oben an mit ihr. Sie hat auch nicht mehr geschafft, alleine die Tür aufzumachen. Das hat zu viel Kraft. Dieses letzte Klick hat zu viel Kraft gekostet. Ja. Und wir kommen in die Wohnung rein. Mhm. Es ist so eine schöne Altbauwohnung. Ich sehe so Pflanzen in der Küche. Ich weiß so, ja. Ich weiß, wie kommen sie denn da oben ran? Sie war so, ja, das macht mein Mann. Der ist so groß wie sie. Mhm. Und dann habe ich erstmal ein Glas Wasser ihr eingeschenkt. Und dann hat sie das getrunken und dann meinte, hat sie mir 3 von den Kaufland-Corny-Riegeln gegeben, die ich aufgegessen habe, muss ich mal sagen. Ja. Oh Gott. Ja. Aber. Deswegen isst du erstmal 3 Corny-Riegel in der Küche. Ich war ja auch fertig. Oh, du bist so ein geiler Ich war ja auch fertig. Ja. Und ich wüsste, habe ich gehofft, so, wird jetzt was vererbt? Also ich. Wow. Naja, nee, jetzt nicht direkt, aber ich war so, ist das dieser Stories, wo sie keine hat und ich habe diese nette Geste gemacht? Nicht, dass ich es deshalb gemacht habe, aber irgendwie dachte ich so. Bitte sagen wir jetzt, ihr Mann kam nach Hause und der war genauso alt wie du. Nein, den Mann habe ich nicht mehr kennengelernt. Und zwar hat sie nochmal gesagt, das ist mir sehr unangenehm, aber können Sie mir die Schuhe ausziehen? Habe ich ihr, weil sie hat es einfach selber nicht geschafft. Alter, das ist so ein Setup, das war Liebe so klar. Alles. Ich bin es war so investiert. Das war so klar. Geil. Wirklich, das kann doch kein Setup sein. Das ist eine alte, alte Frau. Die sind crafty. Die sind crafty. Ja. Naja, auf jeden Fall ziehe ich dann ihre Sneaker aus. Ihre Sneaker? Die hatte so Sportsneaker, muss vielleicht ich sagen. Ich war keine alte Frau. Vielleicht war die einfach so 27. Vielleicht war das zum Wochenende im Kitchen. Ja. Das macht was mit dir. Ja.
Ey, aber das ist wirklich, es gibt ja so eine Menge junge Frauen, die jetzt so gebückt schon, ja, die so schlechte Körperhaltung, ja, haben, die so ein bisschen wie, und dann haben die sich die Haare oft weiß gefärbt, ja, weil es trendy ist. Ja. Kann es sein, dass du auf eine junge Oma reingefallen, nee, bist, auf so eine 27-jährige Oma? Nee, nee, es war wirklich eine sehr alte Frau. Ja. Und ich habe sehr viel Demut vor dem Altern bekommen. Ja, während diesem, während dieser Interaktion. Ja. Und dann, also, habe ich ihre Schuhe ausgezogen. Ja. Und dann stand sie da, wie bestellt und nicht abgeholt. Ich war so, ja gut, dann habe ich ja die Schuhe ausgezogen. Hm? Und sie war dann so, das ist mir sehr, sehr unangenehm, hm, aber können Sie auch meine Socken ausziehen? Und dann, dann habe ich dieser Frau auch nochmal die Socken ausgezogen. Ja, ist kein Joke. Also, du hast einfach Zivildienst angefangen. Ja, ich habe wirklich Zivildienst. Du hast wirklich Zivildienst angenommen. Das ist sehr, sehr unangenehm. Können Sie meine Pussy lecken? Also, das ist ja, du bist ja der Wahnsinn. Also, toller Tipp für euch. Horst, ich liebe alles. Für euch Single-Frauen, oh, da draußen. Ich liebe alles. Darauf. Das könnt ihr total gut abziehen. Du bist der beste Typ der Welt, Ivan. Ja. Du bist literally der beste Typ der Welt. So, sie hat mir so leid getan, natürlich, weil sie ist einfach nicht in der Lage, sich selber die Socken auszuziehen, ohne ihren Mann anscheinend. Hat, ja, okay, wann kommt er denn? Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Habe ich nicht gefragt. Existiert er überhaupt? Habe ich nicht gefragt. Könnte ich mal ein Bild sehen? Ja. Naja, sonst, gab es Bilder in der Wohnung, wo ihr Mann drauf war? Ja, weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Also ich habe jetzt nicht dann so eine Runde gemacht. Du bist da wirklich was auf jeden Fall hat sie sich ganz so bedankt. Ja, ja. Und dann bin ich eine halbe Stunde später, weil eine halbe Stunde hat das gedauert, insgesamt, dann wieder mit meinem Fahrrad weggedüst. Ja. Ja. Darf ich was fragen? Das ist eine Frage an euch beide. Ja. Nehmen wir mal an, wir alle hätten... Also diese Frau wäre absolut schon eigentlich reich, also eigentlich müsste sie betreut werden. Ja, also, und sie war gerade so 100%. An der Grenze, wo das jetzt, kann ich wo jetzt jemand klar zu ihr sagt, warte, du brauchst jetzt jemanden, sozusagen. Ja. Genau. Ja. Und sie da so, nee, das schaffe ich noch alles alleine. Hm? Aber jetzt war quasi, glaube ich, ihr auch klar, das brauchte schon jemand. So, ich stelle jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Ja. So, nehmen wir mal an, fiktional, wir haben das alle gemacht. Wir alle haben das einfach jetzt gemacht. Also nicht zusammen, sondern jeder für sich. Wir hatten alle eine Situation mit einer alten Frau, wir haben es alle getan. Jetzt wäre es lustiger, wenn wir als verprügelt mit Punchlines alten Leuten helfen würden auf diese Art und Weise, aber ja. Es ist spannend, auch ihre Füße zu sehen, muss ich sagen. 100%. Even, let me talk. Jungs, hört mir ganz kurz zu, okay? Ja. Bitte. So, ihr steht jetzt da, sie steht da barfuß und sie sagt, nur dass sie das wissen, also könnten sie sich einmal ausziehen, nur damit ich sehen kann? Könnte ich sie einmal nackt sehen? Was? Sie fragt euch das, ihr seid da, ihr habt geholfen, die halbe Stunde ist investiert, die Tür ist zu, ihr habt keine Angst, ist nicht bedrohlich, es hat nichts Bedrohliches, die Frau sagt einfach nur, ich bin auch ein sexuelles Wesen. Gewesen. Gewesen. Ja, immer noch. Gewesen. Verwesen. Ich bin gerade auch am Verwesen. Könnten Sie mir den Gefallen tun? Ich werde Sie nicht anfassen. Ich würde Sie gerne einfach nur einmal nackt sehen. Und ihr wüsstet ganz genau, mir wird hier nichts passieren. Ich muss es nicht erzählen. Wissen wir auch, dass hier nicht gefilmt wird? Na, ihr geht jetzt erstmal davon aus, Ivi ist ja auch erstmal davon ausgegangen, dass einfach nur eine alte, hilfsbedürftige Frau war. Ja. Aber ihr habt jetzt irgendwie diesen weirden Moment miteinander gehabt und sie fasst sich jetzt in ihr Herz und sagt, ich finde sie sehr attraktiv, ich hatte lange schon nichts mehr mit einem Mann, ich möchte auch gar nichts, aber dürfte ich sie bitte einmal nackt sehen? Würdet ihr euch ausziehen? Ich höre das mal kurz so. Okay. Scheiße. Mach mal weiter. So, Ivi, du bist nicht, da. Du warst nicht, ja schon ich da. Ich weiß nicht, warum ich so lange drüber nachdenke. Aber was eine spannende Frage ist. Die fragt ja nicht nach Sex. Du musst sie nicht berühren. Es gibt nur die Interaktion, dass sie dich nackt sieht. Könnte ich noch ein paar Liegestütze vorher machen? Du kannst gerne noch ein paar Liegestütze machen. Du kannst auch noch mal groß, falls du denkst, es ist besser für den Look, für den Bauch, dass du nicht so aufgebläht bist. Aber sie fragt halt, ich würde sie einfach gerne nackt sehen. Es würde ganz viel für mich tun, mir würde das ganz viel bedeuten. Es passiert ja niemandem was. Ich würde sagen, wie viele Kordi-Riegel haben Sie noch? Oh Gott. Nein, das wäre wirklich zu absurd. Mhm. Das wäre wirklich bizarr. Mhm. Also, ich ist schon wirklich, hättet ihr die Schuhe und die Socken ausgezogen? Jetzt mal eine Frage an euch. Schuhe ja, Socken wäre ganz schön schwierig. Weil das hätte ich nicht mehr verstanden. Ja. Dass ich nicht auf Schuhen hier drin gehen will, von mir aus. Aber Füße Socken, haben nicht gestunken. Komischerweise. Glaube ich schon. Also, ich sage jetzt nicht, dass die stinkt. Das ist nicht mein Vorwurf. Ja. Ich würde eher sagen, ich hätte mich safe ausgezogen. Ja. Aber auch unaufgefordert. Ja. Nee, schon aufgefordert. Nee. Bin ich übergriffig. Nee, nee. Du kennst mich. Ich dachte einfach, sie wollten das einmal nochmal sehen. Weil sie nicht. Ich bin nicht übergriffig. Aber wer hätte sie gefragt, Mensch, also einmal ganz kurz, ich will nur einmal gucken. Dann hättest du dich komplett ausgezogen. Ja, ich habe einmal Nackidai gemacht. Kommen wir aus dem Osten. Nackidai ist ja nicht so ein großes Ding. Hä? Ich weiß gesagt, gucken kurz, Sie einmal ganz kurz. Deine ganze Theorie macht gar keinen Sinn. Ja. Du hast Menschen, aber du würdest dich vor fremden Menschen ausziehen. Ja, aber das ist was anderes. Das ist eine Form von Hilfe, die mache ich gerne.
Also ich mag, also ich würde ihr die Möglichkeit geben, sich einmal sinnlos an mir aufzugeilen. Also dein Charity-Projekt ist, dich vor alten Frauen auszuziehen, wenn sie danach gefragt haben. Wenn genau. sie danach fragen. Ja. Also wenn alte, sehr, sehr alte Frauen. Ja. Was, 90? Worüber reden wir? Immer mal 92. Okay. Einmal sagen wir 92. Ich würde sagen, also späte 80er. Später 80er, ist und ja das Beste aus den 90ern. Ja. Jedenfalls, wenn sich so eine Frau der jetzt wünschen würde, dass Falk Pirczek sich für sie auszieht, dann wenn würdest du schon machen. Geholfen habe. Ich bin ja in dem Szenario. Ich habe ihr schon hochgeholfen. Also du würdest jetzt nicht... Wir hatten die Interaktion. Wenn ich jetzt eine Webseite für dich aufsetze ja, und nein, sage, nein, alte Frauen in Berlin, wenn ihr noch einmal einen Falk Pirczek nackt sehen wollt, bevor ihr sterbt, wäre das jetzt der Moment. Dann hast du... Nein, das ist das Setup nicht verstanden. Wir waren alle in dieser Situation. Okay. Wir haben geholfen, man hatte den Moment, man war jetzt oben und man steht so da und es gibt diesen kurzen Moment Stille, wo man nämlich eigentlich geht und sie sagt, könnten sie sich vielleicht nochmal ausziehen. Das würde ich jetzt wirklich gerne tatsächlich mal in den Chat rausgeben, ob die das machen würden. Würdet ihr euch noch einmal... Mach nochmal den Fernseher. Und ist es bei Frauen dann so, dass die so einem ganz alten, schwachen Mann, der überhaupt nicht mehr sich, der auch nicht bedrohlich ist... auch für die Frauen dann... Jesus da, Christus. aber ich bin auch wirklich auf der Kippe. Also weil es passiert ja nichts. Es gibt eine Person, die dich jetzt nochmal nackig da sieht, bevor sie vor den Schöpfer tritt. Als ich die Frage gestellt habe, habe ich zu... Aber was, wenn man sich im Himmel wieder sieht? Da hast du ja noch, hoffentlich noch ein bisschen. Ja. Aber ich finde fast, dass man als Mann in dieser Gesellschaft einer alten Frau doch mal kurz sich nackig zeigen kann. Aber warum sollte das eine junge Frau nicht auch für so einen alten Mann, der wirklich keine Bedrohung darstellt, der sich kaum bewegen kann oder so? Weiß ich nicht. Ich habe ja jetzt das nur für uns aufgemacht. Ja. Und ich finde, es ist noch weniger bedrohlich von einer alten Frau zu einem alten Mann. Aber alte Männer sind eigentlich auch nicht mehr bedrohlich. Einem Mann, no way, schreibt Quietscheenten gerade, alte Frau für ihr gayes Awakening, ja gern. Aber warum denn nicht für einen alten Mann? Ja, ich verstehe schon, dass man sich vom alten Mann nicht so gerne aussieht, von einer alten Frau, I get it. Ich glaube, ich hab da auch was ich weiß mir. Auch nicht wieso, aber ich glaube... Von einem alten Mann hätte mich ein alter Mann gefragt, hätte ich es auch, glaube ich, nicht. Na, obwohl... Warum denn? Obwohl... Also wenn du, ich kann ja nur als Mann gerade reden. Unter der Prämisse, dass das eine ungefährliche Situation ist. Das hast du ja gesagt, das ist Gesetz. Das ist auf jeden Fall so, es ist nicht gefährlich. Also ich habe mir auf jeden Fall vieles von ihr abgeguckt. Ich kann mir sogar voll... ich kann mir sogar hat sie vorstellen, sich ausgezogen? Nee, aber ich kann mir sogar vorstellen, hier Schokoriegel... Briefkastenvariante zu übernehmen. Also ich kann mir so einen Notschokoriegel in den Briefkasten könnte ich mir vorstellen hinzupacken, Ansonsten. Weil du dann Low Body Sugar hast und dann. Ja, okay. Genau. Einfach so auf dem Weg also, nochmal raus oder so. MV Kuhorn schreibt, ich traue Menschen nicht. Kann ja sein, dass sie einen Chloroformlappen in der Tasche hat, aber Ivan alle Ehre. Okay. Aber wir haben ja jetzt hier ein fiktives Szenario, wir haben ja gesetzt, dass das nicht passiert. Weil mein erster Gedanke wäre auch gewesen, das ist jetzt hier so ein weirder Internet-Shit, wo versteckte ich Kameras... Ich weiß. Es gibt das ja, ne? Dass du so Webcam-Models hast, die tatsächlich dann so einen Klempner oder irgendwas einladen und dann vor dem so nackt rumlaufen und so. Ja, ja. Um das dann als Video dann rauszupacken. Nee, da wird das Gesicht von der Person zwar verpixelt, aber es ist ein Genre. Also, ja. Also die, oder dem Pizzalieferanten nackt die Tür aufmachen und so. Das ist so ein Genre. Aber wie gesagt, darum geht es mir gar nicht. Ich wollte genau in Ivans Szenario, kurz vorm Gehen, kommt die Frage, warum fühlt mich das bitte so noch auf? Einmal ich verstehe nicht, warum mich das so aufwühlt. Weil es ein weird ich versuche mich die ganze Zeit so reinzudenken. Weil es ein weirder Moment wäre. Es wäre auf einmal so dieser Alltag, ich will helfen, ich bin ein guter Typ und auf einmal, hier ist was super Verrücktes. Und du weißt ganz genau, es schadet eigentlich niemandem. Aktiv strippen wäre aber nicht drin. Nee, ich würde auch nicht aktiv strippen. Nee. Sondern wirklich einmal ausziehen, der kurz nackt stehen. Im Prinzip wie für so eine Doktoruntersuchung würdest du dich aussehen. Ich auch noch nicht anfassen. Ja. Es geht wirklich nur darum, dürfte ich sie bitte einmal nachfassen. Jetzt hat Kapital Brot gerade nochmal geschrieben, wurde als Krankenpfleger schon einige Male zufällig, in Anführungsstrichen, unsittlich berührt von älteren Damen. Ja, das Maximum ist, dass ich da kein Drama mache, weil ich es irgendwie verstehen kann und es nicht bedrohlich für mich ist. Wie gesagt, aber auch da muss ich sagen, das ist nicht unser Szenario. Das ist nicht ich will eure Antwort für ihr wart gerade Ivan. Ihr wart gerade so ein guter Typ. Es ist überhaupt nicht gefährlich. Ihr wollt gerade gehen und sie guckt euch mit ihren milchigen Nazi-Augen an und sagt, könntest du dich bitte noch einmal für mich ausziehen? Ich weiß, es ist ein bisschen... Und sie sagt es nett. Wieso machst du... Also du hast ja sofort Ja gesagt. Ja. Was ist so für dich... Wieso hast du da quasi... Aber ich mir so denke, meine Güte, die wird ja jetzt auch... Ja, kann ich machen. Warum nicht? Tut mir nicht weh, klar. Zieh ich mich kurz aus.
Ich denke mir, du würdest lieber von einer alten Oma dich ausziehen, als eine Sitzplatzreservierung. Ja, 100%. In der deutschen eine tut mir 100 Mal mehr weh. Ja. Ja. Geh mal nicht meinen Sitzplatz auf. Ja. Dass du das vergleichst, zeigt, dass wir uns nicht kennen. Nee, ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich versuche mich wirklich reinzusteigern. Ist ja okay, du musst es ja auch nicht aber machen. Ich krieg das ist ja eine Frage. Kopftechnisch nicht hin. Mhm. Weil ich glaube auch, also ich glaube auch, es gab noch nie diese Situation auf der Welt, glaube ich. Doch. Dass eine alte Frau einen jungen Mann gebeten hat. Hundertprozentig. Echt? Guck dir einfach das italienische Kino der 60er und 70er an. Da ist es hundertprozentig eine wiederkehrende Situation. Und ich glaube, es ist, weil es wirklich passiert ist. Ja. Wie gesagt, ich verstehe, dass man Nein sagt. Ich finde nur, weirdly, fand ich die Frage für mich überraschend schwierig. Deswegen habe ich sie gefragt. Ich würde versuchen, so einen richtig schlechten Dings hier, so Zaubertrick zu machen mit so einem Handtuch und ich also so. Hier ist noch ein interessanter Punkt. Sascha schreibt, als Saunagänger steht man regelmäßig vor Omis, also ja. Ja, okay, guck mal. Was aufs selbe hinausläuft, wenn man drüber nachdenkt. Es hat natürlich nicht dieses Intime des Privaten, im privaten Raum. Du kannst ja auch vielleicht zufälligerweise nur mit einer Person im Saunading sein. Also gerade im Hotel oder sowas kann das vielleicht mal passieren. Tief in die Augen schauen und Nein sagen. Dann lieber mit ihr einen Kaffee trinken oder Kuchen essen, einfach Gesellschaft geben. Guck mal. Das ist eine schöne das Antwort. Das ist Gentle Nerd Kingfisher. Der ist ein Gentle Nerd. Macht das nicht viel mehr so Stripper für so Altersheime zu buchen einfach, damit die das mal so erleben wieder? Ich glaube, das würde voll gut funktionieren, ich mein, das ist ein super Punkt, aber... Das ist eine spannende Frage, um ehrlich zu sein. Aber hier habe ich noch nie aktiv drüber nachgedacht. Ja, wir haben ja auch Gigs, auf die wir nicht Bock haben. Dann ist das Stripper so, ja gut. Ich glaube, das wäre für Stripper ein sehr viel angenehmerer Gig, als viele so Junggesellenabschiede. Wahrscheinlich gucken die da manchmal lächeln und sind so ein bisschen beschämt, aber... Ja. Nee, ich glaube, alte Frauen können ganz schön... Aber auch nicht alle. Ich glaube, das ist sehr gemischt. Im Heim geht schon genug ab. Das kann ich mir auch immer nicht vorstellen. Oh, ich kann mir das voll vorstellen. Das alte. Also in Altenheimen sind oft Geschlechtskrankheiten extrem weit verbreitet. Ja. Wirklich? Ja. Weil die rumficken wie blöde. Ja. Viagra gibt's ja. Also seitdem... Krass. Und deswegen meine ich ja, deswegen die Leute sind, die bleiben ja ein sexuelles Wesen. Wir haben nichts zu verlieren. So. Ja. Nee, vor allem, ich habe das Gefühl, wir haben uns alle irgendwann mal darauf geeinigt, dass man im Alter nicht mehr sexuell ist. Ja. Aber das stimmt ja nicht. Ja. Wir wollen das nur nicht. Ja. Weil wir so ein bisschen so, oh, da hängt alles. Ja, meine Güte, aber die ficken. Die ficken. Und deswegen, wenn eine Frau sagt, dürfte ich sie einmal noch... Denn, also, spannende Frage, Falk. Also ich würde sagen, ich würde, also wirklich sehr, sehr gute Frage. Ich bleibe aber bei dem Nein. Was machst du, Jonas? Du hast dich ja gar nicht dazu geäußert bis jetzt. Ich würde es von der Sympathie abhängig machen. Ja, natürlich. Sie war super sympathisch. Wie ich das immer mache. Also wäre ich glaube, hätten wir uns damals getroffen, hätten wir uns verliebt. Oh, cute. Ach so, ich dachte wir beide. Nee, okay, gut, alles klar. Ja, das vielleicht auch. Ich kann gleich eine Anschlussfrage dazu stellen, wo wir nämlich dabei sind. Und zwar in Südamerika. Okay. Jetzt kannst du, glaube ich, den Fernseher wieder ausmachen. Okay. Tschüss, Leute. Mach zu, ihr Süßen. Genau. Sorry für die blöde Frage. Rede mit euren Eltern darüber. Ja, genau. In Südamerika, ich suche kurz den Artikel raus. Das ist eine echte Nachrichtenmeldung. Okay. Ja, wir müssen mal zum Ende kommen. Genau, ich weiß deswegen. Aber ich finde, lass uns reingehen. Absolut zu deiner Frage gerade. Ja. Ich weiß, das kommt. Ja. Das wird super. Kennst du das schon? Ja, mir wurde es auch geschickt, glaube ich. Krokodilhochzeit hat Tradition. Seit mehr als 230 Jahren wird in San Pedro Huamelula die Ehe zwischen einem Mann und einem Kaiman-Weibchen gefeiert. Kaiman ist eine Art von Krokodil. Das Ritual erinnert an den Tag, an dem zwei indigene Gruppen Frieden schlossen. Es soll dem Volk Wohlstand und Glück bringen. Moment! Hast du auch das Bild? Hier ist das Krokodil im Brautkleid. Nein! Ja. So süß. Wie geil ist das denn? Da wird es nochmal hochgehalten. Ist das süß. Und der Bürgermeister muss das Krokodil heiraten. Nein! Es ist im Süden Mexikos. Ja. Genau. Und das er ist und ja zitiere von geil. Ihm, ich akzeptiere diese Verantwortung, weil wir uns lieben, sagte Victor Hugo Sosa. So, und da bin ich raus. Während der da Feierlichkeit des traditionellen raus. Da bin ich raus. Auch der Kuss auf den Kopf des Tieres durfte nicht fehlen. Mhm. Ich habe ein anderes Problem damit. Bei einer Hochzeit müssen ja beide Parteien Ja sagen. Ja. Das in diesen Bildern kann man sehen, dass dem Krokodil das Maul zugeschnürt ist. Oh. Das heißt, es kann gar nicht Ja sagen. Du hast recht. Oh. Da seht ihr mal. Das ist der einzige Grund, warum es nicht Ja sagen kann. Da wird Konsens noch klein geschrieben. Ja. Also für mich wäre das vollkommen okay. Ich verstehe den Brauch. Und ja, also erstmal. Ich möchte wissen, ob die Ehe konsumiert wird. Wie konsumiert? Na, das sagt man also, wenn dann gebumst wird in der Hochzeitsnacht. Konsumiert? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, das Krokodil ist das schlechteste Tier, um verheiratet zu sein, glaube ich.
Wieso? Ja, die sind schon eiskalt. Liegt doch eh noch rum die ganze Zeit, wie die Alte. So an, Alter. Also erstmal, nur damit wir es einmal vorne weg gesagt haben, Tierquälerei, jada, 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 haben wir einmal gesagt. Ist es Tierquälerei? Es ist absolut Tierquälerei. Ein das Tier will das nicht. Natürlich nicht. Ja, aber also das aber wenn es gut nicht gefüttert wird und so. Nein, ich meine, wie lange das ist ein Reptil. Wie lange überlebt sich zum ersten Mal schön findet in diesem Kleid und einfach denkt so, wow, ja, ich fühle mich richtig sexy. So, und weißt du was? Um das zu hören, müssten wir ja das Maul aufmachen. Ja. Das machen wir ja schon mal nicht. Ja. Das heißt, wir können es ja nicht mal Yes Queen. Ja. Und die haben auch ganz schlechte Ohren, habe ich mal gehört. Hm. Also wie gesagt. Kleine vielleicht, ja. Nee, die hören wirklich sehr schlecht. Wurde mir mal gesagt, viel mit Vibration. Oder wollen sie nicht hören. Wieder wie die Alte in der Ehe. absolute Tierquälerei. Verstehe ich aber, dass man es als Brauch macht. Ich hoffe richtig doll, wirklich richtig doll, ja, dass da nicht gefickt wird. Würdest ich du, weiß nicht, wie weit es geht. Würdest du dich denn jetzt, wenn du dem Krokodil jetzt geholfen hättest, aus dieser Ehe rauszukommen, und das Krokodil würde sagen... Rausgeholfen? Naja, du befreist das Krokodil, ein Tierschutzmittel. Ah ja, ja, na, ja. Und das Krokodil würde dann sagen, du, kann ich dich vielleicht nochmal nackt sehen? Weil ich habe halt... Mhm. Lange keinen Menschen mehr nackt gesehen. Ja. Und ich würde dich gerne nackt sehen. Würdest du das dann machen? Das ist bei einem Krokodil wäre es eine Falle. Ich wäre richtig verwirrt, weil das Krokodil kann ja sprechen. Ja. Und ich würde, glaube ich, sofort erstmal fragen. Warum hast du nicht früher gesprochen? Warum? Nee, aber es könnte auch so ein Ding sein. Kennst du das mit den Hunden, wo so lauter Knöpfe auf dem Boden sind? Die drücken so auf die Knöpfe und bilden einen Satz. Schnauze so, pass auf. Okay, also das drückt auf den Knopf und dieser spezielle Knopf. Nein, 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 das ist eine Kombination. Das ist eine Kombination aus Knöpfen. Es muss mehrere Knöpfe drücken. Das hier ist ein Knopf nur dafür. Nack, nack, jetzt. Nack, nack. Alt, alt, nack, nack. Alt. Oh, okay, dann würde ich jetzt... Mach das nochmal bitte, ich hab dich nicht auf der Kamera gehabt. Nack, nack. Alt, nack. Also ich würde erst mal fragen, bist du dir sicher? Ich würde nochmal nachfragen. Hä, wenn das extra die Knöpfe gedrückt hat, dann... Aber genauso, aber Jonas, ist der Knopf wirklich, gibt es einen Knopf für ich? Ja. Würde ja dich wirklich, ja, ja, alles davon ist da? Ja. Okay. Diese Knöpfe sind immer, dass man Sätze bilden kann. Ich, ein Verb und dann noch ein Wort. Da würde ich gerne fragen, ich würde wirklich sagen, dann, wenn du das wirklich willst, sag's nochmal. Ja. Weil ich wäre sofort misstrauisch, weil das kann ja nicht sein. Du bist ja ein Krokodil. Warum sagst du es nicht? Und das Krokodil ist, hör auf, Spielchen zu spielen. Du weißt, was ich möchte. Also, ich hätte jetzt kein Problem. Wie würdest du das jetzt sagen? Würdest du sagen, ja, wenn du das wirklich willst, sag's nochmal, oder würdest du sagen, wenn du das wirklich willst, sag's nochmal. Sag's nochmal. Buh, buh, bidu. Und die Augen gehen, und die Augen gehen so zu. Also ich würde mit sehr viel Nachdruck fragen, weil ich wäre ja maximal verwirrt. Ja. Das ist ja wirklich das Ding, man ist ja sofort maximal verwirrt. Wenn Krokodile einen fragen, ob man nackt sein will, ja. Natürlich, du rechst ja mit allem, aber nicht damit. Ja, und vielleicht... Und dann würde ich ja sagen. Und da wäre ja auch eine Grundangst da, dass es nur dafür ist, damit es dich leichter fressen kann. Nee, da würde ich aber schon auf die Distanz bestehen. Ich würde sagen, also ich würde dann sagen, geguckt wird mit den Augen. Ja. Das würde ich einmal dazu sagen. Ja. Und dann würde ich da ganz viel Entfernung machen, mir nochmal das Versprechen einholen, nicht gefressen zu werden. Ja. Und da würde ich einen Schniepern zeigen. Da würde ich schön den Schnippi rausholen. Und da würde ich sagen, so, ist gut jetzt. Und dann würde ich aber auch sagen, das ist meine Grenze. Ich fasse das nicht an. Da wird kein Schweinskram gemacht. Ja. Aber wenn ein sprechendes Krokodil mich fragt, ob es mich nackig sehen darf, ist die Antwort ja. Ja, es könnte ja auch einfach reine Neugier sein. Genau. Ja. Genau. Genau. Guck mal, wir sexualisieren das gerade. Ja, ja. Vielleicht ist es gar nicht sexuell. Vielleicht ist es einfach ein Forscherkrokodil. Genau. Genau, neugieriges. Ja. Jungs, das könnte meine neue Lieblingsfolge werden. Ja. Sag ich, wie es ist. Sag ich, wie es ist. Da sind sehr viele interessante Sachen passiert auf jeden Fall. Und wir haben wieder gelernt, dass Ivan Thieme eine Mischung aus einem heiligen und einem übergriffigen Labrador ist. Ja. Also das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Ey, ich nenne dich wirklich bald eure Heiligkeit. Ja. Also es ist ja wirklich verrückt, wie nett und gut du bist. Hat sich einfach so ergeben. Ja. Ja. Ich weiß nur, dass ich am Ende zu ihr meinte, weil dann stand man so da und ich war dann so, ja, kann ich denn noch was für sie machen? Und dann oh nein, das ist eine gefährliche Frage. Genau da hätte sie das antworten können, was ich gesagt habe. Und ich meinte so, ich mache auch noch ihre Steuererklärung, habe ich gesagt. Da musste sie lachen, meinte sie, sind ein sehr sympathischer junger Mann, hat sie gesagt. Ja. Und wo hat sie dich dabei berührt? Überall. Naja. Mal gucken, also ich weiß nicht, habe ich jetzt nicht bewusst gemacht, hat sich einfach wirklich so ergeben. Ich habe jetzt nicht auf der Suche, ich suche jetzt nicht alle Leute, die Hilfe brauchen. Ich gehe jetzt nicht. Bist du sicher? Ja. Ich hätte es nicht geglaubt, bis du es nicht mit diesem komischen Kopfwackeln gesagt hättest. Jetzt habe ich Angst.
Naja. Oh, okay, Leute, Freunde. Ach, was eine tolle Folge. Wir können euch aber auch die Patreon-Folge sehr empfehlen. Die ist auch ein Banger. Die haben wir nämlich davor heute aufgenommen. Die Folge heißt Uber-Imam. Ja. Das kann man schon mal verraten. Wow, stimmt, ich erinnere mich jetzt gerade. Ja, Uber-Imam. Auch eine super, super Folge. Es geht viel um Religion, einfach um die Welt. Das ist eine richtig coole Folge geworden. Wir haben Falks Religion quasi gegründet. Ja. Falk, wenn ihr kennt Falk. Falkizismus oder so. Wir sind uns nicht ganz sicher, wie es heißt. Genau, ansonsten kommt unbedingt zur VMP Stand-Up Show bei Monkey Room, wo Falk ein Banger-Line-Up auf die Beine gestellt hat. Ja. VMD geht bald weiter. Danke, 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 dass ihr so viel Geduld habt. Oh, wirklich. Und danke fürs Fragen. Ist ja auch immer schön, dass ihr so sehr nachhakt, weil uns das zeigt, dass ihr Bock habt. Ja. Und besucht mich gerne auf Tour. Ja. Dafür habe ich schon Promo gemacht. Mhm. Ansonsten habt ihr noch was? Ach, wir haben halt alle möglichen, wir haben Insta-Kanäle und so weiter, folgt uns da gerne. Die hier kommt dann in nächster Patreon, Zeit viel Großes, aber nicht jetzt. Patreon ist auch ganz toll, wenn ihr uns da unterstützt, kann man auch nochmal sagen. Sehr schön. Und Twitch und so sowieso, wenn ihr da dabei seid, finden wir es auch mal super. Guck mal, ich mach gleich nochmal den Chat an. Genau, da winken wir doch nochmal in die Runde. Wir uns nochmal verabschieden. Was immer so dieser, immer... Du musst, genau. Genau. Ja, super, guck mal. Schön, dass ihr da wart. Ich finde es auch nochmal schön, den Chat nochmal zu bedanken. Ja. Auch wenn wir jetzt nicht alles gesehen haben, danke, dass ihr mitgeraten habt bei 5 Sterne um die Welt. Wenn ein entsprechendes Krokodil mich nackt sehen will, dann ja, Friedrich Schild. Nice, Alexis. Well done. Nehmen wir doch. Ja. Finde ich gut. Ach, sehr gut. Ey, danke, danke für euren Support. Danke, dass ihr da wart. Und ansonsten, kommt gut nach Hause. Gott schütze das Internet. Und nehmt immer die volle Kaution. Tschüss, ihr Süßen. Verprügelt. Verprügelt mit Punchlines.